Siebes, mein Mann, Silvester war ganz nett und so, aber jetzt sind wir wieder im Studio, zurück im Podcast-Game. Die Leute haben uns gefeiert, aber lass uns real bleiben, sie können nicht genug von uns kriegen. Absolut, Phil. Silvester-Partys sind für Normalos. Jetzt sind wir wieder hier, um den Durchschnitt zu erhöhen. Eistee Pistazie Folge 6, Leute. Die Egos sind aufgeladen und bereit zu explodieren. Wir starten mit Was geht ab, ihr Sterblichen? Willkommen zurück bei Eistee Pistazie. Phil hier, der Typ, den ihr nicht kopieren könnt. Und Siebes, das Original, das Maß aller Dinge. Silvester war cool, aber jetzt sind wir wieder hier, um euch zu zeigen, wie man richtig in ein neues Jahr startet. Mit Arroganz und Style. Ihr habt uns in den sozialen Medien gefeiert, aber vergesst nicht, wer hier die Stars sind. Wir sind nicht nur Podcaster, wir sind Phänomene. Jede Folge von uns ist wie ein Geschenk an die Menschheit. Das neue Jahr hat angefangen und wir sind immer noch die Kings. Vergesst eure guten Vorsätze, Leute. Der einzige Vorsatz, den ihr braucht, ist uns jede Woche zu hören. Wir sind eure Rettung vor der Langeweile. Also macht euch bereit, eure Lauscher zu verwöhnen, denn Eistee Pistazie ist zurück und besser als je zuvor. Wir sind die Herren des Mikrofons, die Titanen der Unterhaltung. Willkommen im neuen Jahr, wo nichts sich ändert, außer der Tatsache, dass wir immer noch die Besten sind. Und damit herzlich willkommen zu Eistee Pistazie. Die erste Folge im Jahr 2024. Ja. Das heißt, wir haben jetzt seit dem letzten Jahr keine neue Folge aufgenommen. Oh mein Gott. Was ist da los mit uns, Phil? Ob wir es überhaupt noch können? Ist so lange her. Mann, was haben wir uns denn dabei gedacht? Verrückt, so eine lange Pause. Mensch, ja Leute, wir wünschen euch wirklich ein frohes neues Jahr natürlich. Auf jeden Fall, ja. Und distanzieren uns auch wie immer auch von allem, was ChatGPT da heute wieder formuliert hat für unseren Eröffnungsdialog. Ja, ich habe direkt eine Frage dazu. Ja. Der letzte Part. Hier, willkommen im neuen Jahr, wo sich nichts ändert, außer der Tatsache, dass wir die Besten sind. Also ändert sich die Tatsache, dass wir die Besten sind, ist doch voll schlecht. Stimmt. Also ich weiß nicht, was da los ist. ChatGPT ist gegen uns auf einmal. Wo sich nichts ändert? Eigentlich hätte... Hä? Ja, das ist total dumm. Eigentlich müsste es heißen, wo sich alles ändert. Ja, genau. Außer der Tatsache, dass wir die Besten sind. Ja, da hat ChatGPT schon gegen uns geschossen, so ein bisschen. Ja. Komisch irgendwie. Ja, diese KIs, die sind manchmal noch nicht ganz ausgereift. Ne? Die haben auch noch so ein paar Kinderkrankheiten. Bisschen verwirrt auf jeden Fall, ja. Naja, wir sind angekommen im neuen Jahr. Es hat sich für mich bisher nichts verändert. Nein? Nee, alles gleich geblieben. Oh, aber bist du gut reingerutscht? Oh, ich bin so gut reingerutscht. Ja? Ich bin sehr, sehr entspannt reingerutscht, da ich ja erst Silvester am Nachmittag zurückkam von meinem Arbeitstrip. Stimmt. Ich war ja in Sachen Basketball in Süddeutschland unterwegs, habe 3 Spiele besucht und moderiert. Und das war relativ intensiv auch. Und dann war ich einfach froh, zurück zu sein. Ja. Und habe tatsächlich Silvester gar nichts gemacht. Und, warst du bis 0 Uhr wach? Ja, ich war schon bis 0 Uhr wach, hab auch noch das Feuerwerk gehört. Ja. Hab die Kollegen gehört, die richtig geil einen weggeböllert haben. Die richtig einen rausgehauen haben, ja klar. Aber kurze Zeit später war ich weg. Und für euch da draußen, wir nehmen heute am 1. auf, also Neujahr. Mhm. Ihr hört es jetzt am 2. hoffentlich schon. Und jetzt bin ich froh, dass das Ganze vorbei ist. Weil ich finde, die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester... Die kann ich nie so ganz greifen und zuordnen. Das ist komisch irgendwie. Ich freue mich, ne, dann auch immer, wenn es wieder richtig losgeht mit allem. Ja. Und heute ist nochmal Feiertag. Bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Stimmt. Angestellte werden jetzt widersprechen. Das ist immer so dieses Selbstständige hassen Feiertage, Angestellte lieben Feiertage. Was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ich vergesse es auch immer total. Immer wenn ich dann hier ins Büro fahre, dann fällt es mir erst auf, wenn die Straßen so komplett leer sind. Ja, oder wenn du einkaufen willst und der Supermarkt ist zu. Ach ja, stimmt. Ja, wie hast du denn Silvester gefeiert? Auch ganz entspannt, ne? Auch ganz entspannt. Also ich bin nicht feiern gegangen, keine Party gemacht, nicht mal wirklich Alkohol angerührt. Oh. Also ganz... ruhig, ganz entspannt, bescheiden, entspannt. Ja. Ich glaube, ich war um 3 ungefähr im Bett, später als... Oh, das ist aber schon... Ja, doch, also war auch später ordentlich. Als ursprünglich geplant. Vorher habe ich auch in Betracht gezogen, einfach um 10 schlafen zu gehen. Mhm. Ja, also ganz ruhig, nichts gemacht, nicht geböllert. Nicht geböllert? Nicht reingeböllert, richtig. Und diese Böller-Debatte, die wird auch immer toxischer, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Aber also... ich lasse mich auch gerne drauf ein. Du lässt dich gerne drauf ein? Ich streite mich da auch gerne dann. Also, ich bin jetzt schon Team Anti-Böller.
Ich bin auch Team Antiböller. Also ich halte gar nichts von Feuerwerk. Und selbst früher, so als Jugendlicher, konnte ich mich nie so richtig dafür begeistern. Also klar, man hat sich schon angeschaut. Ja. Aber ich war nie der Typ, der jetzt gesagt hat, boah, ich kaufe mir jetzt 800 China-Böller-D und spreng heute die ganze Nachbarschaft in die Luft. Also der Typ war ich nie. Ja. Und meine Begeisterung hat dann auch immer weiter abgenommen. Und inzwischen habe ich auch gar keine Freude mehr dran. Und wenn sie es morgen verbieten würden, würde ich auch sagen, let's go. Ja. Super, kann ich super mit leben. Boah, ich glaube, also dieser begeisterte Typ mit den Böllern, der war ich, bis ich 12 war, würde ich schätzen. Ja, da und für mich ja ist das auch so das Alter, wo es gerade noch legitim ist. Ja. Aber spätestens, also ich würde sagen... Mit 16? Mit 16 ist es eigentlich schon so, dass ich es langsam unangenehm finde, wenn man noch sich zu sehr für Böller begeistert. Aber spätestens ab 18, von 20 und weiter müssen wir gar nicht sprechen, ab dann wird es peinlich, Leute. Also wenn erwachsene Menschen, meistens Männer, muss man ja so sagen, wenn erwachsene Männer eine zu große Begeisterung für Böller haben, dann stimmt irgendwas nicht mit euch. Sorry, aber das ist peinlich. Vor allem diese Böller... Das ist ja wirklich einfach so, du zündest so eine Stange an, schmeißt sie weg und dann macht so bum, bum. Und dann stehst du da und denkst du so, geil. Das war laut. Das war laut, nochmal. Ich hab noch 100. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich, also diese Böller sind an Dummheit nicht zu überbieten. Ja, wirklich das, so. Da wollte ich auch eigentlich drauf hinaus, weil ich gerade meinte, diese Debatte ist so toxisch geworden. Ja. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, aber das ist Tradition und wir machen das schon immer und das ist so schön. Und die andere Seite, also ich finde, es gibt jetzt nur noch zwei Lager. Es gibt einmal die Seite, die sagt, Feuerwerk ist scheiße, kein Bock drauf, wo wir ja auch dazu gehören. Ja. Aber wenn du dazu nicht gehörst, bist du jetzt automatisch dann ein minder bemittelter, geisteskranker, so ein Pyromane, tierhassender, asozialer Freak. Und die gibt es, ja, die gibt es. Ja. Aber ich finde, man muss noch unterscheiden zwischen solchen Leuten und vielleicht einem Familienvater, der jetzt sagt, ich mache heute Abend um 0 Uhr, schieße ich drei Raketen in die Luft, weil wir es schon immer so gemacht haben. Safe. Und es ist ja nun mal auch ein Brauch und eine Tradition. Ja. Und da habe ich noch so ein bisschen Verständnis für. Ja, wenn man jetzt sagt, komm, wir machen um 0 Uhr, machen wir so ein kleines schönes Feuerwerk, das sieht toll aus am Himmel und dann stoßen wir an und gehen wieder schlafen. Ja. Aber inzwischen hat es ja einfach so wahnsinnige Ausmaße angenommen, dass es halt schon am 28. oder 29. losgeht. Das geht jetzt eine Woche insgesamt. Und dann wird den ganzen Tag gehen diese Böller in die Luft, wo ich mir denke, dann braucht ihr auch nicht auf Tradition zu pochen. Nee, das ist einfach nur Dummheit. Ja. Und inzwischen macht sich die andere Seite halt auch einen Spaß daraus, andere Seite zu provozieren. Und dann ist es halt auch asozial, weil es ist halt für die Tiere scheiße. Ich finde, der beste Kompromiss wäre eigentlich, wenn jede Stadt dafür sorgen würde, dass es um 0 Uhr irgendwie ein schönes Feuerwerk gibt. Genau das. So, das soll dann auch geil aussehen und ne, dann, dass man was zu gucken hat, genau. Dass diese Tradition gewahrt wird und man denkt so, ah, schön, neues Jahr und so, alles geil, man kann anstoßen. Ja, richtig. Hat kurz was zu gucken, irgendwie lass es 10 Minuten, eine Viertelstunde gehen oder so. Und dann ist einfach Ruhe, auch dann ist es fertig. Ich glaube, dann wird diese Debatte auch nicht so ausarten, weil klar, auch dann ist es für Hunde, Katzen, Haustiere scheiße. Umwelt und so, aber ja, wenn klar. du wirklich wüsstest, okay, jetzt um 0 Uhr einmal Augen zu und durch, jetzt ist es eine halbe Stunde laut und dann ist das Thema durch. Ja. Die Leute, die das eben mit Feuerwerk feiern wollen, haben es mit Feuerwerk gefeiert und alle anderen haben es sein gelassen und dann sind alle happy. Ja. Aber es ist halt dieses, dass jetzt am 29. schon diese dicksten Bomben gebaut werden und auf irgendwelchen Feldern in die Luft gejagt werden, das ist ja einfach nur noch geisteskrank. Und das ist auch einfach das, da hast du es gerade auch wirklich auf den Punkt gebracht, das ist einfach peinlich. Das ist einfach peinlich. Ich habe auch heute Morgen noch gelesen, also man liest ja dann immer die Schlagzeilen und das ist natürlich trotzdem schlimm so. Es gab dieses Mal, ich glaube sogar 3 Tote, stand da jetzt irgendwo. Oh, okay. Weil einfach Kugelbomben gezündet wurden, wo ich mir denke, warum zündest du eine Kugelbombe? Ja, also der Name an sich sagt doch schon, lass doch die Finger davon. Das erinnert mich auch wieder an unser Gespräch in einer der ersten Folgen über Landstraßen, wo man sich auch wirklich eigentlich mal wieder an den Kopf fassen muss, dass es halt einfach einmal im Jahr erlaubt ist, so betrunken mit Sprengsätzen zu spielen. Ja, also das ist einfach so einmal im Jahr erlaubt. Ja, wobei man da sagen muss, diese Kugelbomben sind, glaube ich, nicht erlaubt. Nein. Die sind meistens aus Tschechien oder Polen. Die werden meistens importiert. Oder selbst gebaut so und dann... Ja. Ja, gut, also ne, trotzdem schlimm, wenn es so weit geht, dass jemand dabei stirbt, aber auch bei Verletzten und so, am Ende seid ihr dann leider selbst schuld, dann hört auf damit. Ja. Hört auf, Bomben hochzujagen oder so. Ja, ist natürlich tragisch, aber es passiert ja wirklich jedes Jahr. Ja. Man weiß, dass diese Dinger gefährlich sind, die sind nicht umsonst verboten. Eben, Und dann, wenn du dann deine Experimente damit machst, so schlimm das auch ist, dann musst du dich auch nicht wundern. Es ist halt einfach...
eigenes Verschulden. Ja, ja. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit. Also man muss ja nicht direkt sagen, es ist komplett verboten. Ja. Die Leute, die da wirklich Wert drauf legen und das als schönen Brauch ansehen, ja, die das in einem schönen, entspannten Rahmen machen, für eine Viertelstunde um 0 Uhr, das ist doch okay. Voll. Aber diese Freaks. Ey, die geben auch so viel Geld dafür aus. Die geben aus, so, ne, viel Geld aus, ich natürlich. Ich habe so ein Video gesehen, das war in meinem Feed. Ich glaube, das war von einer Lidl-Filiale, die irgendwie sogar früher aufgemacht hat, eine halbe Stunde, weil die mit so einem Andrang schon gerechnet haben. Und das war morgens um 6.30 Uhr. Da standen, ungelogen, ich glaube, 200 Leute bis auf den Parkplatz, jeder mit Einkaufswagen, alle so ready, 500 Euro jetzt für Feuerwerk auszugeben. Ja. Ich denke so, okay, euch ist das echt wichtig, so die Tradition. Euch ist das wirklich wichtig, die Tradition. Ihr legt echt viel Wert auf Tradition, krass. Ja, ja. Respekt. Und ihr fangt auch schon früher an zu ballern, weil die Tradition so wichtig ist. Ja. Versteckt ihr euch am 28. nachmittags schon im Maisfeld und jagt da die Böller hoch. Das ist wirklich, wirklich sehr wichtig für euch. Boah, ja, ist ein polarisierendes Thema auf jeden Fall. Ja, aber umgekehrt nochmal, schlechtestes und unspektakulärstes Feuerwerk als Kind? Safe Knallerbsen, oder? Knallerbsen! Die waren ja so scheiße immer. Ja! Wenn man so zu klein war, um noch so richtiges Feuerwerk anzumachen, dann hat man so Knallerbsen. Dann schmeißt man die auf den Boden. Und dann schmeißt man die auf den Boden, dann macht die so pium, ja, pium, wirklich. Pium, pium. Ist wirklich so, ich glaube, jeder Gegenstand, den man damals in seinem Kinderzimmer hatte, hätte mehr Lärm gemacht, wenn man ihn auf den Boden geschmissen hätte. Legosteine auf den Boden werfen. Die nicht sogar Knallteufel? Ja, der Knallteufel. Ja, wirklich. Knallteufel. Also, da kann man es auch ganz sein lassen. Da kann man es wirklich ganz sein lassen. Ja, ich hoffe, dass alle Raketen verschossen wurden und alle Böller gezündet wurden, dass wir jetzt erstmal wieder Ruhe haben. Ja, das dauert noch. Weil diese einzelnen Böller, so um 17 Uhr oder so, das nervt noch das mehr. Das macht so aggressiv. Ja, ja, ich habe heute Morgen eingehört schon. Hör doch auf. Wo ich mir denke, du wachst auf heute und denkst so, ich gehe jetzt erstmal raus drei. Und mach erstmal so einen Böller noch an. Ich habe noch drei. Geil. Bumm. Na gut. Naja, ja, egal. Ja, gut. Egal, mal sehen, im nächsten Jahr, ich glaube, die Debatte wird sich auch jetzt immer weiter vergiften von Jahr zu Jahr. Ja, ja. Und das kocht sich halt auch so ekelhaft hoch, weil die Böllerseite, ja. die lässt sich natürlich auch, die macht dann aus Trotz, übertreibt die dann halt nochmal extra. Ne? Ja, ja, klar. Ah, unerträglich. Unerträglich. Vielleicht wird es irgendwann wirklich verboten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die Feuerwerkskörperlobby ist. Das ist schon ein krasses Geschäft. Boah, ne? Das stimmt. Da gibt es doch auch so Statistiken, wie viel da im Jahr in den Himmel geschossen wird. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Lobby da auch zu stark, als dass man es ganz verbietet. Ja. Aber gut, haken wir das Thema Feuerwerk ab. Hast du irgendwelche anderen Silvestertraditionen? Ob ich andere Silvestertraditionen habe? Was haben wir denn noch? Nee. Hast du schon mal Dinner for One geguckt? Natürlich. Ich nämlich noch nicht. Du hast noch nie Dinner for One geguckt? Es ist mir so aufgefallen. Ich habe den Trailer gesehen, weil Joko und Klaas haben ja so ein Special wieder gemacht, glaube ich. Ach, haben die es wieder gemacht? Ich weiß nicht, ob es eine Wiederholung vom letzten Jahr war. Ich habe nur gesehen, dass die das auf jeden Fall mal gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir das gar nicht angucken könnte, weil ich so... Also du verstehst die Gags dann gar nicht. Ich verstehe die Gags dann gar nicht oder die Anspielungen oder so. Ich habe das, glaube ich, noch nie geguckt. Also, ich habe es schon geguckt, aber es ist keine Tradition, dass ich es jedes Jahr schaue. Oder Bleigießen. Bleigießen habe ich 2-3 Mal gemacht, finde ich aber komplett sinnlos. Ja. Also, wenn du dann diesen Klumpen da rausfischst und dann dir versuchst, krampfhaft einzureden. Ach, guck mal hier. Das sieht aus wie der Stern da vorne. Ja, stimmt. Klar, natürlich. Ah, cool, was sagt ihr das? Nee, also so wirklich Silvestertradition auch nicht, ne? Eigentlich gar nicht. Außer, dass man in der Regel, also wir zumindest immer, Raclette gegessen haben. Ne? Stimmt, ja. Das ist ja auch das Beste. Das ist das Beste überhaupt. Gutes Essen und danach einfach Zeit zusammen verbringen. Das ist, glaube ich, so das, womit ich auch Weihnachten am ehesten verbinde. Raclette auch bestes Silvesteressen eigentlich, oder? Gibt's? Ja, finde ich schon. Gibt's auch verschiedene. Was gibt's noch? Gibt's auch verschiedene Lager. Fondue? Fondue, ja, ist so ein bisschen die gleiche Kategorie. Ja. Und ansonsten wahrscheinlich ganz klassisch. Ja gut, was isst man sonst noch zu Silvester? Boah, gibt's nicht, war das Weihnachten? Nee, das war Weihnachten. Es gibt doch irgendwo auch Kartoffelsalat und Bockwurst. Ja, das ist, glaube ich, Weihnachten. Da gibt's auch viele, stimmt, die das auch machen. Ist halt entspannt, ne? Ja, ist halt eine sehr geil, entspannte Variante. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, heute ist Weihnachten, ich brauche jetzt ein 5-Sterne-Menü. Nee. Es muss einfach schmecken. Ja. Kartoffelsalat ist auch okay, kann ist ich mitleben. Okay. Kann aber machen. Jetzt, wichtige Frage, ja, die ich gerne mit dir und der Community klären möchte. Okay. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam offiziell ein Datum festlegen, ab dem es offiziell verboten ist, sich noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Also bis wann ist es okay? Bis wann ist es okay? Ich hab ein Datum im Kopf. Und ich würde sagen, wir stellen das auch als Spotify-Frage ein, dass die Leute uns Vorschläge schicken können. Dann gucken wir, welches Datum am häufigsten genannt wird.
Okay, dann erstmal nochmal vorweg, um das zu klären, ist es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch verpflichtend oder erwartet? Nein, nein, ist nicht verpflichtend. Also es geht nur um die Leute, die das gerne machen. Ja, ja, okay. Bis wann dürfen die das machen? Okay. Bis wann dürfen die das, in deinen Augen? Ich würde sagen... Ja? 6. Januar. 6. Januar? Ja. Also genau eine Woche nach Silvester? Ja, genau. Ist da nicht Heiliger Drei Könige ja. oder so? Ja, ne? Ja. Das ist für mich der Tag... Also am 6. geht's noch. Am 7. nicht mehr? Ich finde, dann kann man, da muss auch mal Schluss sein. Das ist interessant. Das ist interessant. Was hast du gedacht? Länger? Ich hab tatsächlich zwischen dem 7. und dem 9. geschwankt. Oh, weil ich mir dachte, der 9. ist auch gut, kann man sich gut merken, bevor es zweistellig wird. Ja, das ist auch gut. Bevor so ein Monat zweistellig ist, dann weiß man schon, okay, der Monat... Dann ist schon viel Zeit vergangen. Der Monat, der ist jetzt richtig da. Du bist schon richtig im Monat drin. Der Monat ist zweistellig, der macht jetzt ernst. Ja, hast recht. Also ich hätte gesagt... Aber das ist auch gut, ja. Um den Leuten so ein bisschen Zeit noch zu geben, die es halt wirklich richtig geil finden, das zu sagen. Ja, okay. Dass man sagt, bis zum 9. Ja, was für den 9. spricht, ist auch, dass man... oft der noch Urlaub hat, so die erste Woche. So, ja. Ne? Das heißt, du siehst viele Leute auch erst nach dem 6. Wenn du wieder zur Arbeit gehst oder so. Ne? Kann sein, du bist vielleicht am 8. erstmal wieder im Büro oder am 9. Dann willst du es ja auch noch machen. Betriebsferien sind häufig, ja. Ja, stimmt schon. Ja. Also ich schicke mal den 9. ins Rennen, du den 6. Ja. Und ja. Ihr könnt jetzt auch gerne, aber bitte mit Begründung natürlich. bei Spotify stellen wir das ein oder wenn ihr auf YouTube schaut, das Ganze als Video, dann haut's in die YouTube-Kommentare und dann werden wir das dann offiziell verkünden und auch final festlegen. Ja, ja, ich finde, ja doch, ich finde den 9. schon auch gut. Aber stimmt ihr ab. Der 9. ist, 9. ist schon eine gute Begründung auf jeden Fall. Oder? Ja. Ja, bevor der Januar so richtig ankommt. Ja, ja. Übrigens habe ich schon die Auswirkungen von unserer letzten Folge gemerkt. Ich habe nämlich wirklich, glaube ich, keine einzige frohes neues Jahr-Nachricht was bekommen. Nee, doch, ich muss sagen, also ein paar. Mir wurde häufiger frohes neues Jahr als frohe Weihnachten gewünscht. Ja, gut, das stimmt. Das also stimmt. Da sind die Leute scheinbar noch so ein bisschen aktiver, aber es ist auch im Vergleich deutlich weniger geworden. Wir haben auch Leute auf Instagram dann so geschrieben, so ja, ich weiß, dass du das eigentlich nicht so magst, aber frohes Neues. Als wäre ich so richtig anti und würde das so richtig schlimm finden. Ja, mir haben viele Leute natürlich dann auch so Gags geschrieben. Ja. Von wegen, was wir am Anfang hier auch gemacht haben, von wegen erste Folge, also wir haben seit einem Jahr keine Folge oder seit dem letzten Jahr keine Folge mehr gemacht. So in die Richtung habe ich auch viele DMs bekommen mit diesen schlechten Gags. Ja, ich auch. Und die Geister, die ich rief, ich bin selbst schuld, ich war ja jetzt im Süden unterwegs, habe ich ja erzählt. Oh. Ich habe so viele Nachrichten In wessen bekommen. Städten warst du unterwegs? Also, wem gehörten die Städte, in denen du unterwegs warst? Ich war ja in Ludwigsburg und München. Ja. Und diese Städte haben so viele Besitzer, Leute. Diese Städte werden von so vielen Menschen in meinen DMs besessen, das ist kaum zu glauben. Also ich habe wirklich... Was machst du in meiner Stadt? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Nachricht bekommen habe. Es war wirklich schon nicht mehr feierlich. Also es ist wirklich eskaliert. Es ist wirklich eskaliert in meinen DMs. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin auch selbst schuld. Ja, da bist du wirklich selbst schuld. Ich habe es ja quasi eingefordert. Ich habe es auch selber noch so ein bisschen getriggert in meinen Stories. Aber gut, muss ich mit leben. Ich habe aber auch andere interessante DMs bekommen. Mhm. Auf deinem Trip auch? Auf meinem Trip. Und zwar haben wir unter anderem die Leute gebeten, uns Lifehacks oder dunkle Geheimnisse aus ihren Jobs zu schicken. Oh ja, ja, und da gab es einige interessante Rückmeldungen, die ich jetzt gerne mal zum Besten geben möchte. Manche gut, manche weniger gut und manche auch nicht bis zum Ende gedacht. Ja. Wollen wir erst mit was Positivem anfangen? Mach mal was Positives. Ja? Ich muss mal parallel gucken. Ich habe nämlich auch eine sehr erschreckende Sache bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich die noch finde. Okay, also erstmal alle Angaben ohne Gewähr. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Das heißt, nagelt uns bitte nicht drauf fest. Das basiert jetzt einzig und allein auf der DM, die ich hier vorlese. Und wenn, dann müsst ihr euch bei der Person beschweren, die diese DM geschickt hat. Weil das würde mich ein bisschen wundern, wenn das wahr ist. Ich bin gespannt. Hier schreibt jemand, Kaufland-Mitarbeiter hier. Man bekommt pro abgelaufenen Artikel, den man gefunden hat, einen 2,50 € Gutschein an der Kasse. Kleiner Tipp, einfach unbekannte und teure Artikel überprüfen und schon hat man den ein oder anderen abgelaufenen Artikel entdeckt. Oh, okay. Ja. Finde ich spannend. Klingt aber eigentlich plausibel, denke ich mir. Ja. Weil du ja so ein bisschen...
ja, ist Arbeits- ein bisschen, abnimmst, ja, so ein bisschen, Mitarbeitern. Ja, genau. Und dann wirkst du auch in dem entgegen, dass ein Kunde vielleicht empört ist, wenn er den ja, findet. Ja, und dann ne? so, ja. Das ja, geht ja. gar nicht, ich gehe zur Zeitung. Ekelhaft und so, bah. Seit zwei Tagen wollt abgelaufen. Wollt ihr mich vergiften hier. Oder was? Und dann ja. kriegst du aber deinen Gutschein und bist ruhig. Dann hast du 2,50 Euro, die ja. du dann auch im Laden wieder okay. einlöst. Okay. Ja, doch, okay. Also wenn die andere Kaufland-Mitarbeiter zuhören, gerne bestätigen oder dementieren, dass ja. das wahr ist. Ja. Und jetzt kommen wir in den dunklen Bereich. Oh, okay. Und zwar okay. habe ich die Nachricht auch häufiger bekommen. Ja. Und stand auch in den YouTube-Kommentaren. Aha. Es ging ums Thema Hotel. Ah, ja. Kleiner, Tipp, auch die Nachricht kleiner Tipp an alle Teetrinker. Ja. Im Hotel nicht den Wasserkocher benutzen. Das habe ich auch bekommen. Oft waschen Gäste ihre Socken da drin. Kein Spaß. Das habe ich auch bekommen. Mehrmals. Das war's. Schon kritisch. Oh. Zum Glück benutze ich, ich habe noch nie den Wasserkocher im Hotel Nein. benutzt. Werde ich auch niemals tun jetzt, nach der Information. Und dann hat mir noch eine nette Dame geschrieben, die ebenfalls im Hotel arbeitet. Ja. Sie schreibt, hallo ihr Täubchen. Da ich aus dem Hotelgewerbe komme, wollte ich euch ein paar Dinge mitteilen, die ich zum Beispiel meide, seitdem ich weiß, wie es hinter den Kulissen läuft. Ja. Erstens, Teppichböden würde ich im Zimmer generell nur mit Schuhen betreten, da sich dort oftmals Dinge wie Hundescheiße, Sperma oder Erbrochenes befinden. Ah ja. Okay. Ja, gut zu klar. Wissen. Zahnputzbecher werden teilweise mit demselben Lappen geputzt wie die Toilette. Und dann, das hast du auch schon in der letzten Folge gesagt, anbei gerne noch ein paar Tipps. Man mag es kaum glauben und für gute Menschen ist es selbstverständlich, aber Freundlichkeit siegt. Sind Gäste nett, checken wir gerne früher ein, schenken einem Willkommensgetränke und versuchen unser Bestes, damit sich der Gast wohlfühlt. Mhm. Kommt mir ein Gast arrogant oder meint am Empfang, mit mir herablassend umzugehen, weil Gast ist König, schöne Grüße an Gil Ofarim, dann lasse ich ihn auch gerne bis auf das letzte Zimmer zum Check-in warten Geil. Und gebe ihm nur den schlechtesten Service oder das schlechteste Zimmer. Ja, würde ich genauso machen. Oder? Ja, ja. Also diese Macht, die man dann in so einer Position hat, die muss man dann auch ausnutzen. Oder? Muss man. Wenn da einer irgendwie so wirklich so kommt, so Kunde ist königmäßig und so ein richtiger Assi ist, so dann gibt dem wirklich ja. das dreckigste, hinterletzte Zimmer, wo er auch richtig weit laufen muss, immer durchs ganze Hotel. Apropos, dazu habe ich eine Theorie. Ja. Die hat sich jetzt auch wieder bestätigt auf meinem München-Trip. ich behaupte jetzt, und ich lasse mich davon auch nicht abbringen, auch wenn jetzt Hotel-Experten mir was anderes schreiben. Okay. Ich behaupte, dass die ersten, ja, sagen wir mal, die ersten 10 Zimmer, ja. wenn man aus dem Aufzug steigt, dass das nur Requisite ist. So. Dass dort kein, die kriegt man nie, ne? Die gibt's nicht. Stimmt. Das ist einfach nur Requisite, damit man als Gast denkt, boah, ist das ein riesiges boah, Hotel. Sind ja viele Zimmer. Und trotzdem ist es fast ausgebucht. Das muss ja ein richtig geiles Ding sein. Stimmt. Ich laufe jedes Mal. Ich steige aus dem Aufzug aus. Ja. Dann steht da zwar schon irgendwo, ja, 601 bis 625. Dann gehst du aber so zwei jawohl. Flure entlang erstmal Dann komplett, läufst ne? du erstmal 15 Minuten diesen Flur entlang und du denkst Stimmt. dir, wer wohnt in diesen Zimmern? Stimmt. Und deswegen meine Theorie, in den ersten 10 Zimmern nach Aufzug, das ist einfach nur Kulisse. Ich überlege wirklich gerade, ob ich jemals das Zimmer hatte, was direkt irgendwo am Aufzug ist. Ich hatte jetzt, als ich in Ludwigsburg war, da war es nicht so, aber auch nur, weil ich da, da gab es so ein Angebot bei der Buchung, da ja. war die Suite genauso teuer wie ein normales Zimmer. Okay. Und dann habe ich so eine, da gibt's dann, das war ein kleines Hotel, da gibt es zwei, drei so Suite in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Einfach ein bisschen größeres Zimmer, es nennt ja. sich nur Suite. Ja. Und auf diesen Etagen, wo die größeren Zimmer sind, da gibt es meistens nur 3 oder 4 oder deutlich ja, okay. weniger. Da kam ich direkt aus dem Aufzug und bin rein. Aber in diesen Standardgängen. Ja, in so größeren Hotels, wo es so lange Flure gibt. Von mir aus auch 15 Zimmern. Ja, ja. Das sind Fake-Türen. Ja, der ganze erste Flur, bis es um die Ecke geht. Ja, und um die Ecke kommen dann erst die richtigen richtig. Zimmer. Ja, das stimmt. Das sind Fake-Zimmer. Safe. Noch nie wurde ich in so ein Zimmer eingecheckt. Nee, dann denke ich mir, das kann ja auch kein Pech sein. Ich habe auch noch niemanden da rein oder raus. Nein, und ich bin ja auch immer freundlich. Das heißt, es kann auch nicht zutreffen, wie die junge Dame hier geschrieben hat, dass man mich nicht mochte und mir deswegen ein Scheißzimmer stimmt. gegeben hat. Ja. Nein. Die sind fake. Die sind fake. Und ich weiß, ihr da draußen, wenn ihr im Hotel arbeitet, ihr werdet es nicht zugeben, weil ihr das per Arbeitsvertrag nicht dürft. Ja, ja, klar. Da kommt die Hotellobby. Genau, da kommt die Hotellobby. Aber das ist ab jetzt hier auch als Tatsache eindeutig bestätigt. Hast du auch noch was gefunden? Oder nee, genau das war das. Ach, das waren war diese Hotelgeschichten. Okay, okay. Diese Hotelsachen hatte ich auch bekommen. Ja. Und das hat mich so angeekelt. Doch, wobei eine Person hat mir noch geschrieben, dass sie ich glaube, in einer Bäckerei, in einem Supermarkt oder so gearbeitet hat und meinte, da, wenn da mal die Brötchen so auf den Boden gefallen sind, dass da auch ganz gerne mal so ein bisschen Fußball mitgespielt wurde und die aber dann trotzdem ganz normal im Verkauf gelandet sind. Die Nachricht habe ich auch bekommen, ja. So, aber sowas. Das ist sowas, das hat mich nicht mal mehr geschockt, weil da rechnest ja, du genau, da rechnest du dachte ich mir so, mit. Ja, okay,
Ja, mein Gott. Da rechnest du einfach schon mit. Aber jetzt habe ich noch welche. Ja. Die waren von, also da haben die Leute sich, das haben die Leute nicht zu Ende gedacht. Also, pass auf. Bezüglich des kriminellen Netzwerkes. Ich arbeite als Assistentin in der Chirurgie. Okay. Und wenn man mal schneller beim Arzt drankommen will, muss man bei der Anmeldung sagen, man sei privat versichert. Man wird nicht nur bevorzugt behandelt, weil man dadurch vom Chefarzt statt von den Oberärzten versorgt wird, sondern würde die Klinik auch noch dreimal so viel verdienen. Es ist nur fies für die Sekretärin, da die, wenn das rauskommt, alle Papiere nochmal neu machen darf. Wo ich mir denke, okay, das ist ja überhaupt nicht zu Ende gedacht. Also erstens ist es kein Trick oder Lifehack, weil man weiß ja, dass es leider so ist, dass Privatversicherte häufig bevorzugt behandelt werden. Ja. Aber es hat ja sonst nur Nachteile, weil in der Regel kommt es raus. Und wenn es nicht rauskommt, bekommst du ja die Rechnung an deine private Adresse. Ja, eben, genau. Und musst die Rechnung auch selbst bezahlen. Das ist gar kein guter Hack. Nee, das ist gar kein guter Hack. Vor allem, wenn ihr irgendwie eine größere OP oder so vor euch habt. Ja, ich bin früher drangekommen. Ja, aber ich habe jetzt eine 15.000-Euro-Rechnung zu Hause. Ja. Und habe keine Versicherung, die das zahlt, weil meine gesetzliche Versicherung mir einen Vogel zeigt, weil ich mich als privatversichert ausgegeben habe. Ja, wirklich. Also diesen Tipp bitte nicht befolgen. Nee. Dann kann man sich einmal fühlen wie so ein Ami, wenn man dann danach die Rechnung bekommt. Ja, wirklich. So. Kann man sich einmal wie ein Amerikaner 25.000 fühlen. Euro bitte. Ja. Und dann, pass auf, hat mir noch jemand geschrieben, mein Tipp für die Fotoautomaten im Drogeriemarkt DM. Insider-Tipp. Oh, okay. Insider-Tipp. Das klingt erstmal gut. Ist wichtig, dass sie das Insider-Tipp nennt. Klingt vielversprechend. Wenn man ungefähr 30 Fotos zum Ausdrucken hat, geht man hin und druckt erstmal nur 25 am Automat aus. Den Kassenzettel mit der hohen Rechnung steckt man gemeinsam mit den Fotos in den Fotoumschlag. Dann druckt man die weiteren 5 Fotos separat aus und gibt einfach diesen Kassenzettel an der Kasse ab. So muss man dann nur ca. 2-3 Euro bezahlen für 30 Fotos. Wo ich jetzt ergänzen würde, das ist kein Insider-Tipp. Das ist Betrug. Das ist einfach nur Diebstahl. Diebstahl, ja. Das ist einfach nur, du versteckst einfach nur Ware, die du eigentlich auch gekauft hast. Ja. Also, das ist so, als wenn du 10 Schokoriegel kaufen willst, 9 in der Tasche versteckst und einen bezahlst. Ja, stimmt. Also Leute, das ist einfach Klauen. Ja, vielleicht hätte ich das nicht so worden sollen, dass wir ein kriminelles Netzwerk aufbauen wollen. Vielleicht war das ein bisschen falsch formuliert. Wir meinten schon eher so legale Sachen, Tipps. Ja, wie der Kaufland-Kollege, ne? Sowas meinten wir mit den Gutscheinen. Ja, genau. Ja, genau, also, sowas. Ja, oder also so eine Grauzone wirklich, wie zum Beispiel dieses McDonald's-Burger King-Beispiel, was ich genannt habe. Ja. Da gibt's ja, ihr könnt da, wenn ihr da arbeitet an der Kasse, gebt ihr ja so Codes ein, richtig, so vierstellige oder so, ne? Und dann gibt's da bestimmt irgendwelche Mitarbeiter-Codes oder so Sachen, wo man Sachen nochmal günstiger bekommt oder irgendwie sowas, genau. Dass ihr sowas mal irgendwie einfach rausrückt. Aber keine Klauanleitung. Nee, wir wollen jetzt nicht klauen. Klauen weiß man ja in der Regel auch, wie das geht. Ja. Also irgendwo hingehen, das mitnehmen, ohne zu bezahlen. Und am besten nicht auffallen. Also die letzten beiden Tipps bitte nicht befolgen. Aber wo wir gerade beim kriminellen Netzwerk sind, ja. Ja, es gab nochmal eine Bezugnahme zu deinem Strafzettelgate. Oh. Da hat sich ein Jurist gemeldet. Oh nein, wirklich? Ja. Er schreibt nämlich Folgendes. Kleiner Hinweis eines erbärmlichen Juristen an die Podcast-Götter im auditiven Olymp. Danke erstmal für sehr die starke schöne Formulierung. Anschrift, ja. Im rein hypothetischen Fall, dass Phil tatsächlich selbst vor dem Supermarkt geparkt hat, wäre eine irreführende Angabe gegenüber dem Parkunternehmen als versuchter Betrug strafbar. Oh, nein. Das Unternehmen kann das Geld also nicht nur weiter einfordern, sondern einen Strafantrag stellen. Wie viele kleine Notlügen des Alltags und Schummeleien tatsächlich strafbar sind, ist mir auch erst durch das Studium aufgefallen. Seitdem bin ich damit deutlich vorsichtiger. Oh, okay. Ja, gut. Gut zu wissen. Aber würde es wirklich, also jetzt mal realistisch gesehen, würde es wirklich so weit kommen, dass dann dieser Aufwand betrieben wird? Wird das so hinterfragt überhaupt? Oder sagen sie sich so, ja, sie können es ja in der Regel nicht nachweisen. Genau. So. Also jetzt schon, weil du es mehrmals hier im Podcast erwähnt hast. Nee, ist ja alles nur hypothetisch. Ach ja, stimmt. Hat er ja auch geschrieben. Du bist ja gar nicht gefahren. Nee, ich bin ja gar nicht gefahren. Stimmt. Ja. Aber ich habe es auch bisher nicht angefochten. Nein. Nee. Hast du es bezahlt? Auch noch nicht. Nee, es schwebt noch so ein bisschen. Du schwankst noch. Ich schwanke noch. Du schwankst noch. Ich bezahle es natürlich. Ja. Okay, ich sag's jetzt auch, ich bin gefahren. Oh. Ich bin gefahren. Leute, ich bin gefahren. Stell dir vor, diese Firma sitzt hier auch gespannt bei jeder Folge mit dabei. Ja, wir wussten es doch. Wir kriegen die 30 Euro. Let's go. Ja, ich bin gefahren. Ich habe die Parkuhr vergessen. Mein Gott, ich überweise euch die 30 Euro. Und dann haben wir den Fall auch geklärt. So, okay. Darf ich noch ein bisschen Feedback? Sehr gerne, ja. Zum Besten geben. Ja. Denn ein Thema hat auch hohe Wellen geschlagen. Und das war das Thema Orthopäden.
Okay. Ich habe dich ja gefragt, in welcher Fachrichtung du nicht auffallen würdest, wenn du jetzt eine Fake-Praxis eröffnen würdest. Oh ja, da hast du Ärger bekommen, oder? Nee, eben nicht. Ach, echt nicht? Also ich habe nur Zustimmung bekommen. Auch keine wütenden Orthopäden? Nein, 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 kein einziger wütender Orthopäde. Weißt du, warum? Geil. Weil die es selbst so sehen? Die haben sich alle verkrochen. Die haben sich alle verkrochen, ja, weil die sich denken, fuck, jetzt leise sein. Der ist uns auf der Spur. Die kommen uns auf die Schliche. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, in denen Leute einfach nur bestätigt haben, dass sie beim Orthopäden noch nie etwas anderes erlebt haben, geil, als Krücken, Einlagen, Massagen oder einen MRT-Termin zu bekommen. Ja, ja. Und das hat sich einfach bestätigt. Und meine absolute Lieblingsnachricht möchte ich jetzt einmal vorlesen. Ja. Von der lieben Kati. Und sie hat geschrieben: Grüß dich, Siebes. Ich hätte stützende Befunde zum Thema Fake-Orthopäden, die ich gerne mit euch teilen wollte. Mein Orthopäde hat das Scheinarzt-Dasein nämlich komplett durchgespielt und das auf abstruseste Weise. Das ist geil. Als ich das erste Mal in seiner Praxis war, wegen Schmerzen im Oberschenkel, die nach oben und unten ausstrahlten, konnte er sich zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung merken, welches Bein betroffen war. Boah. Auch das Wort Arschmuskel und dass es eine ungünstige Stelle zur Untersuchung wäre, würde ich von einem echten Arzt nicht erwarten. Nein! Was? Ja. Ja, ist eine ungünstige Stelle zur Untersuchung, dieser Arschmuskel. Dieser Arschmuskel da. Das Wildeste kommt aber noch. Als ich nach dem MRT, natürlich wurde der Termin verschrieben, den nächsten Termin hatte, konnte der Orthopäde sich offensichtlich nicht mehr an mich erinnern und behauptete irgendwann dann, ich wäre das letzte Mal bei seinem Zwillingsbruder gewesen. Was? Deine Theorie hat für mich diesen Fall endlich gelöst. Vielen Dank dafür. Was für eine freche Ausrede. Oder? Ja. Ja, okay, das ist komplett die komplette Bestätigung. Ja, wirklich. Ja, du hattest komplett recht. Ja. Deswegen sind die auch alle ruhig. Und ich glaube auch, dass das wirklich schon mal passiert ist, wenn, also ein Orthopäde mit Zwillingsbruder hat safe schon mal seinen Zwillingsbruder in der Praxis arbeiten lassen. Ja, 100%. Egal, was der, selbst wenn der Schreiner ist oder Maurer. Das passiert halt einfach das mal. Das passiert halt aus Versehen Jobs getauscht, dann steht der andere da und merkt, ich weiß gar nicht, wie ich einen Tisch baue, so. Mist, ach, ich bin ja der Zwillingsbruder. Das hat mich wirklich gefreut. Ich hatte eigentlich auch mit einem wütenden Ansturm der Orthopäden gerechnet. Ja. Aber nein, genau das Gegenteil ist passiert. Ja, die zittern jetzt alle. Die zittern. Die haben Angst. Die zittern ohne Ende. Und das hat mich wirklich... Wir halten jetzt mal lieber den Ball flach, ne? Wir schreiben hier fleißig unsere MRT-Überweisung und dann hoffen wir, dass es nicht weiter aufliegt. So nämlich. Geil, ey. So nämlich. Richtig geil. Und eine letzte Sache noch. Wir sind ja jetzt in der Taubenwelt schon wirklich gestandene Größen. Absolut. Ja. Aber weißt du, in welchem Kosmos wir jetzt auch noch angekommen sind? In welcher Bubble? Nee. In der Benjamin-Blümchen-Bubble. Ja! Es gab nämlich einen Kommentar unter einem unserer Reels oder unter dem YouTube-Video, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Von der Seite Zuckerstück Peitsche. Das ist eine offizielle Benjamin-Blümchen-Seite. Ja. Und die haben geschrieben: Wir als Benjamin-Blümchen-Podcast lieben eure tiefen Analysen unseres Lieblingselefanten. Stark. Das ist echt Inception. Die Folge sollten wir unbedingt mal besprechen, womit sie die Folge Benjamin-Blümchen in der Steinzeit meinen. Ja. Ja. Wie geil oder? Ist das denn? Ja, ihr könnt uns auch gerne mal einladen. Ja, ja, klar. Benjamin Blümchen Podcast. Wir kennen uns gut aus. Also wir hätten auf jeden Fall einiges zu erzählen. Ich würde dann noch mal ein paar alte Folgen mir noch mal anhören und das noch mal aufzufrischen. Ich wollte mir sowieso diesen Podcast mal anhören, weil machen die das dann wirklich so, dass die pro Folge einfach immer eine Benjamin Blümchen Folge besprechen? Boah, ich will auch mal reinhören. Das wäre auch ein geiles Konzept für uns eigentlich gewesen. Ja, so als Kategorie. Schon. So eigentlich schon. Am Ende, 10 Minuten am Ende von Eis der Pistazie, immer eine Benjamin-Blümchen-Folge rezensieren. So, boah, da höre ich echt mal rein heute. Literarische Quartett. Da will ich echt mal reinhören. Ja. Ich glaube, wenn wir, wir fahren dann nächste Woche nach Paris. Oh, ja, und Breaking News. Vielleicht nehme ich mir für die Fahrt so ein paar Benjamin-Blümchen-Folgen mit. Okay. Und höre da mal wieder rein. Da habe ich Bock drauf. Und dann bin ich ready für den Podcast. Dann könnt ihr uns gerne einladen. Ja, und wenn die uns nicht einladen, dann machen wir es einfach hier in Eis-Depistazien. Ja. Aber da habe ich jetzt abschließend noch eine traurige Nachricht. Oh nein. Das habe ich nämlich dann auf der Seite erfahren. Ich bin sofort auf die Seite gegangen. Nein. Jürgen Kluckert, die Stimme von Benjamin Blümchen, ist leider gestorben. Oh nein. Ja. Wie lange ist der schon die Stimme von Benjamin Blümchen? Nicht seit Tag 1. Ah, okay. Also die ist nicht die Original. Irgendwann geswitcht, aber er ist, glaube ich, der dienstälteste Benjamin Blümchen-Sprecher gewesen. Ah, okay, okay. Und er hat ein ganz lustiges Portfolio als Synchronsprecher. Mhm. Und zwar hat er nicht nur Benjamin Blümchen gesprochen, sondern auch Morgan Freeman. Oh. Mr. Krabs und Chuck Norris. Wie geil ist das denn? Ich finde es immer lustig, wenn du so seriöse Schauspieler sprichst und dann zwischendurch aber so... Benjamin Blümchen ist Chuck Norris einfach. Ja, und Mr. Krabs. Krass, und Mr. Krabs? Ja. Boah, das ist ein starkes Portfolio, aber... Ist stark, oder? Ja, und Rest in Peace auf jeden Fall. Und viele mehr. Und viele mehr. Rest in Peace, Benjamin... Boah, das ist schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Ja, vor allem... Synchronsprecher. Oh, aber kommen noch neue Folgen raus, ja, oder?
Bestimmt. Ich bin da gar nicht mehr so im Thema, aber kommen noch neue Folgen raus? Boah, das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ob das bei Kids heutzutage überhaupt noch so ein Ding ist, mit dem Blümchen? Das müsst ihr uns beantworten. Ja. Oder Eltern da draußen bitte mal Bezug nehmen, aber ob ich eure schon, Kinder noch Benjamin Blümchen hören. Es kommen noch neue Folgen raus. Schon, ne? Es kommen auch. Definitiv noch neue Folgen raus. Ja, doch, ich denke auch. Weißt du, was reinhören. Mir auf, du wirst reinhören, weißt du, was mir auf der Fahrt jetzt wieder aufgefallen ist nach München? Mhm. Deine Idee mit den selbstkritischen Ansagen. Ja. Die findet immer mehr Beachtung. Also, gab's dir da eine? Ja, also mir wurden inzwischen schon weitere 3-4 Videos zugeschickt. Ja. Aus diversen Bahnen. Wo Lokführer das umgesetzt haben, auch schon ganz gut. Okay. Und es war immer ein Lacher. Du hörst immer die Leute im Waggon lachen. Klar, ja? Das Marketing zieht, ne? Das und ich würde sagen, mein Lokführer, das muss so ein ganz anständiger gewesen sein, ja. Der auch von dieser Strategie gehört hat, der aber noch so ein bisschen zu anständig ist. Ah, ja, zu gehemmt. Aber er wollte es trotzdem mal ausprobieren. Wollte mal so vorfühlen, wie das so sein könnte. Und dann vorsichtig rantasten. Sind wir nämlich vor, genau, das war auf dem Rückweg von München nach Bochum, so war das. Mhm. Sind wir nämlich vor Ulm stehen geblieben. Okay. Dann hat er sich getraut. War auch mutig. Hat gesagt, dass wir jetzt hier gerade zum Stehen gekommen sind. Ja. Weil der Ulmer Hauptbahnhof wie immer unter chronischer Verstopfung leidet. Er wollte sich mal so ein bisschen rantasten. Frech. Er wollte ein bisschen frech sein. Ein bisschen frech sein. Ja, und kleine, freche Maus. Und wenn er dann hoffentlich gemerkt hat, dass das gut ankam, dann traut er sich vielleicht beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr. Deswegen immer auch laut lachen, wenn Lokführer solche kleinen frechen Minigags machen. Eine kleine, machen. Freche Lokführermaus vorne. Die finden... der kam Bahnhof. Auch nach Hause und sagt, Schatz, weißt du, was ich heute gesagt habe? Ich habe gesagt, der Bahnhof leidet unter Verstopfung. Doch, finde ich aber gut. Und hier habe ich noch 3 Böller. Ich gehe jetzt draußen bumm machen. Bumm. Nee, finde ich gut. Boah. Oder? Hast du laut gelacht? Ja, ne, bestimmt. Richtig laut. Ja, richtig laut nicht. Ich habe so ein bisschen geschmunzelt, aber nicht ob des Gags, sondern einfach, weil ich mir dachte, ja. Kommt auch darauf an, wo man sitzt. Also wenn man wirklich weit vorne sitzt, dann sollte man auch laut lachen, weil da hört er es. Sie setzen das wirklich um, habe ich mir gedacht. Sie tun es. Sie setzen unsere Idee in die Tat um. Es ist wundervoll. Plakat von der Bahn geschickt bekommen, wo auch sowas steht, so ganz frech, spät dran und dann klein drunter, kein Problem, wir auch. Ja, aber das ist doch genau der Vibe. Ja, gern geschehen. Das da wollen wir auch nichts für haben, das war jetzt for free. Ist doch hier genau die PR-Beratung für die Bahn, könnte haben, macht weiter so. Ja. Da sind alle happy mit. Ja, aber auf dieser Fahrt hat mich noch etwas richtig wütend gemacht. Nein, das hat nichts mit der Bahn zu tun. Okay. Wir sind ja hier auch kein Bahn-Podcast. Nee, keine Panik. Nee. Es geht darum, dass ich ein Gewinnspiel aufgelöst habe. Ja. Ich habe ja im Rahmen des Basketball-Sommers diverse Gewinnspiele veranstaltet. Deutschland ist ja Basketball-Weltmeister geworden. Ja. Und ich habe ab und zu mal Bälle verlost und Trikots. Mhm. Und eigentlich könnte es mir ja total egal sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mhm. Aber ich hoffe immer, dass wenn ich die Gewinner benachrichtige, dass die sich freuen. Ja, natürlich. Das hoffe ich. Weil ja, klar. Ich denke mir immer, ich selbst habe auch schon ein Gewinnspiel mitgemacht und du machst da ja mit und du weißt eigentlich, du wirst niemals gewinnen. Ja, safe. Also, ich glaube, bei dem Gewinnspiel haben jetzt auch bestimmt 700, 800 Leute mitgemacht, was ja gar nicht so viel klingt. Aber selbst das ist ja schon super unrealistisch, dass du der eine von 800 bist, der dieses Trikot gewinnt. Voll, ne? Ich würde nie damit rechnen bei sowas. Genau, und dann denke ich mir, dann mache ich diesen Zufallsgenerator an und dann wähle ich den Gewinner aus und dann denke ich, der wird sich jetzt sowas von freuen. Das wird jetzt ein richtig, richtig schöner Moment. Ich bin jetzt schon wütend, weil ich weiß, worauf das rausläuft. Häufig war es auch so diesen Sommer, dass die Leute gesagt haben, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben und so schön und so toll. Ja. Und ich meine, die Leute schulden mir ja keine Freude. Die haben ja auf fairem Wege gewonnen. Aber ja, trotzdem bin ich dann richtig enttäuscht. Dann habe ich halt geschrieben, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast das Trikot gewonnen, ne? Ja. Was war das, ein Deutschland-Trikot mit Unterschriften? Ein Deutschland-Trikot mit allen Unterschriften. Voll geil. Und dann kam einfach als Antwort zurück, okay, wann schickst du es? Boah, ey, ganz ehrlich, ich sag's dir, wie es ist. Ganz ehrlich, da würde ich den Gewinner vielleicht nochmal neu auslosen. Ja, aber darfst du ja offiziell nicht. Ja, eigentlich nicht. Aber das ist schon... ich finde schon, wenn man gewinnt, schuldet man der Person, die es verlost, zumindest ein kleines bisschen Freude. Ja. Ey, es ist eine DM, du kannst ja auch Fake-Freude. Ja. Mach ein paar Emojis, schreib geil, danke, mach einmal Caps Lock, mega oder sowas. Und dann hat, weißt du, was mich noch wütender gemacht hat dann? Aha. Wirklich kurze Zeit später... habe ich die Story von Montana Black gesehen bei Instagram. Der hat sich richtig gefreut. Und der hat nämlich einen Gönnergy-PC verlost. Genau daran habe ich mich auch gerade gedacht. Und Monte ein Screenshot von dieser Nachricht gepostet. Ja. Und den habe ich sogar auch nochmal gescreenshottet, weil ich mir dachte, das könnten wir sein, Bro. Ja, genau. Habe ich so
mir dieses Profil von diesem undankbaren Jungen angeschaut und gesagt, Bro, das hätten wir sein können. Ja. Weil Monta hat geschrieben, moin, Glückwunsch, du hast den Gönnergy-PC gewonnen. Ja. Und dann kommen folgende Nachrichten. Im Ernst? Mit Herzchen-Emoji. Monte, ich flippe hier gerade komplett aus. Ja, vier Herzchen-Emojis, dann diesem Emoji, der, wo die Hände ein Herz formen und vier Flammen-Emojis. Ja. Wie und wo und was kann es gerade noch nicht ganz fassen. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ein Traum. Und dann schreibt Monte, hi, alles easy, Digi, bist der glückliche Gewinner. Wie geil, danke dir. Und nochmal 35 Emojis. Ja. Und da kannst du aber davon ausgehen, dass selbst ein Monte da saß und in der Sekunde ein kleines Grinsen auf dem Gesicht hatte. Ja, natürlich. Weil genau das will man hören, wenn man Gewinnspiele macht. Mhm. Man will einfach, dass der andere sich krass darüber freut. Das ist doch ein geiles Gefühl für alle dann. Oh, so. Mann. Das könnte so eine Win-Win-Win-Situation sein. Ja, und dein Gewinner hat da so eine... Muss ich diesem undankbaren Typen dieses Trikot schicken. Mann. Vielleicht hörst du ja zu. Du kannst mir, wenn du jetzt das gehört hast, schick mir noch ein bisschen Freude. Ja, jetzt mach mal. Jetzt war's nichts. Mach mal. Oh nein, ernsthaft? Im Ernst? Ich hab gewonnen, Bro. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, Herzchen-Emoji. Boah, doch, ich find's so ein bisschen schuldet man einem das. Kann man schon so sagen. Offiziell nicht, gibt jetzt kein Gesetz. Man kann es nicht verlangen. Ungeschriebenes Gesetz. Das ist ein Ehrenkodex. Ein Gewinnspiel, Ehrenkodex. Wenn man gewinnt, hat man sich zu freuen. Ja. Sonst ist man ein undankbares Schwein. Ja, zumindest bei so einem Gewinnspiel. Also wenn du jetzt im Lotto gewinnst, dann musst du jetzt dem Vorsitzenden der Lottogesellschaft nicht so eine Nachricht schicken. Würde ich aber. Würdest du aber? Ja. Wenn ich im Lotto gewinne? Würdest du ihm dann schreiben, in Ernst? Ja. Ja gut, Monte, ich flippe hier gerade komplett aus. Herr Lotto? Wie und wo und was, kann es gerade noch nicht fassen. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Würde ich genauso schreiben? Ja. Schön. Würde ich genauso machen. Das hätte sich verdient. Okay. Doch, auf jeden Fall. Okay. Wenn ich im Lotto gewinne, dann mache ich das. So. Jetzt? Geht's nach Paris. Es geht nach Paris. Ja. Es geht nach Paris. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Ich habe richtig Bock. Und zwar für euch, wenn ihr jetzt den Podcast am Dienstag hört, dann in ziemlich genau einer Woche. Ja. Geht's nach Paris. Wir machen einen kleinen Ausflug. Mhm. Ja, einen kleinen Mini-Ausflug. Ja. Im Rahmen des NBA Paris Games. Also richtig die NBA geil. Kommt nach Paris und trägt dort ein offizielles, reguläres Saisonspiel aus. Cleveland gegen? Brooklyn. Ja. Genau. Letztes Jahr war ich auch schon da, da waren es Detroit und Chicago. Mhm. Und früher hat man das immer nur mit Vorbereitungsspielen gemacht, aber jetzt sind es tatsächlich Spiele, die zählen. War das letztes Jahr auch in Paris? Also, ja, das war in Paris. Ist das immer in Paris? Das war auch schon mal in London. Ah, okay. Und ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass irgendwann Deutschland auch mal wieder den Zuschlag bekommt. Gab es das schon mal? Es gab schon einige Spiele in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es schon mal ein offizielles Regular Season Game gab. Ja. Wir waren ja tatsächlich auch mal bei einem NBA-Spiel in Deutschland, 2006. Aber das war noch kein offizielles, ne? Nee, das war ein Vorbereitungsspiel, Philadelphia gegen Phoenix 2006. Da haben wir sogar ein Foto gemacht mit dem damaligen Commissioner der NBA, David Stern. Stimmt. Das habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo. Da haben wir den im VIP-Bereich getroffen, obwohl wir gar keine VIP-Tickets hatten. Wir sind da einfach durchgelaufen. Ja, stimmt. Und dann kam David Stern und wir haben ihn einfach nach einem Foto gefragt. Ja, stimmt. Ja. Das weiß ich noch. Genau, aber es geht nach Paris. Du warst schon mal in Paris, oder? Ich war... Klar, wir waren zusammen in Paris. Ja, wir waren... Das allererste Mal waren wir zusammen in Paris. Boah, wie alt waren wir da? Da war ich... Ich würde sagen... Ich weiß es genau. Sechs. Weißt du, warum? Es war 98 bei der WM. Ne? Das heißt, du warst 8. Stimmt. Und ich war 12 wahrscheinlich. 8 und 12. Ja, stimmt. Ja. Jo. Ja, genau. Da waren wir mit der Krette, unserem Vater. Unserem lieben Vater. Liebe Grüße. Ja, in Disneyland in Paris. Also erst auch so in Paris und haben da auch so, was man halt so macht, Sightseeing gemacht. Haben uns alles schön angeguckt, Eiffelturm hier, dies, das, Notre Dame und so weiter. Mhm. Und, kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber echt okay. Nicht? Nee. Ich voll. Also in ich weiß sogar noch, dass wir da über die Seine gefahren sind mit dem Schiff und uns da alles angeguckt haben und so. Das weiß ich ganz genau noch. In meiner Erinnerung waren wir nur im Disneyland. Aber gut. Ja gut, das war in dem Alter auch der wichtigere Part. Das war das Highlight. Das war schon das Highlight. Und es gab noch ein anderes Highlight auf dieser Reise, aha, das mir in den Sinn gekommen ist, habe ich mich daran erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich daran wenigstens noch. Und zwar, weißt du noch, als du und unser Vater die Krette, als ihr Achterbahn fahren wolltet, auf einer Achterbahn, auf die ich noch nicht drauf durfte. Ja, natürlich weiß ich das noch. Space Mountain. Auf Space Mountain. Ich war zu klein und zu jung und durfte noch nicht mit. Ja. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Kannst du das nochmal irgendwie so zusammenfassen? Also ich sag mal, ein
verantwortungsvoller Vater und ein von Beschützungsinstinkt geprägter Bruder ja. hätten das so gelöst, dass sie gesagt haben, ja gut, dann fahren wir halt nächstes Jahr, wenn du auch groß genug bist. Stimmt, aber ja, das wäre eine gute Lösung gewesen. Wir haben uns dann für Alternative B entschieden. Ja, wie sah die nochmal aus? Ich habe da irgendwie nur so ganz schwammige Erinnerungen. Also ich glaube, wir haben dich dann einfach gebeten, draußen zu warten. An so einer Säule, oder? Ja, da war irgendwie so ein... Ja, wie so eine Steinskulptur oder so, irgendwie ja. wie so ein Felsen stand da. Ja. Da habt ihr mich so draufgesetzt und meinte, ja, warte einfach hier. Vor allem bei Space Mountain stehst du locker erstmal 45 Minuten. Ich saß da bestimmt eine Stunde. Ich habe bestimmt eine Stunde da rumgesessen mit 8. Ah, liebe Grüße an das Jugendamt. Ihr habt dich komplett zurückgelassen. Ja, aber dann saßt du da einfach nur eine Stunde? Ja, es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. So, du hast dich umgeschaut? Ich habe einfach nur gewartet. Es hat so unfassbar lange gedauert. Einfach dafür, dass wir dann, weiß ich nicht, 50 Sekunden lang dort... Ja, länger fahren die ja nicht. Nee, das sind ja meistens nur 50 Sekunden oder so. Ja, stimmt. Dass wir da 50 Sekunden lang unseren egoistischen Spaß haben können. Ja. Und bei einer anderen Achterbahn habt ihr mich auch verarscht. Weißt du das noch? Ich hatte in dem Alter, ich weiß. In dem Alter, also ja. da war ich noch nicht so Achterbahn-affin, wie es dann später der Fall war. Ja. Da hatte ich Angst, oder ich bin noch nie eine Achterbahn mit Looping gefahren, in dem Alter, mit 8. Ja, Da irgendwie ein bisschen Respekt vor und dachte irgendwie, das ist mir irgendwie nicht geheuer, ich will das nicht so kopfüber und so. Und dann gab es aber eine andere Achterbahn, die ein Looping hatte, auf die ihr auch unbedingt drauf wolltet. Mhm. So, und da habt ihr mich wenigstens nicht zurückgelassen, aber da habt ihr mir einfach vorenthalten, dass diese Achterbahn ein Looping hat und mich die ganze Zeit eiskalt verarscht. Ich weiß noch genau, wir standen dann, also die das war eine Indiana Jones Bahn. Indiana ne? Jones, genau. Diese Schlangen, die gehen ja auch dann manchmal unter der Achterbahn her. Ja, ja. Und einmal haben wir dann wirklich genau unter so einem Looping gestanden ja. und dann haben wir dich die ganze Zeit abgelenkt. Guck mal da vorne, da ist Indiana Jones. Ja, wo denn? Wo denn? Aber unsere Intention war ja einfach nur, dir zu zeigen, dass ein Looping gar nicht schlimm ist. Weil man muss auch fairerweise sagen, ja. Ein Looping sieht wirklich 20 Mal schlimmer aus, als er live dann ist. Das stimmt, also das stimmt. Eine Fahrt durch ein Looping nimmst du gar nicht. Nee. Wenn du das als kleines Kind siehst, denkst du, oh nein, über Kopf. Ja, aber ja. wenn du in einem Looping, wenn du Looping gefahren bist, denkst du dir, ja, okay, das war jetzt der Looping, oder? Ich fand's ja auch geil ab dem Moment, aber als wir dann drin saßen und dann dieser Part kommt, wo du erstmal hochgezogen wirst, da ist man dann auch an dem Looping vorbeigezogen worden und da habe ich ihn natürlich dann gesehen und dann habe ich direkt Panik bekommen. Und irgendwie, Papa, da ist ja doch ein Looping. Ja, sehr gemein von uns. Sehr, sehr gemein. Aber naja, danach hat's mir gefallen. An dieser Stelle nochmal Verzeihung. Ja, kein Problem, ich hab's verkraftet. Ja, aber dann sind wir ja nächste Woche, ist die Folge, nehmen wir die noch auf, bevor wir in Paris sind. Ja. Das heißt, erst in der Folge darauf werdet ihr dann unsere wundervollen Geschichten aus der Stadt der Liebe hören. Ja. Ja, unsere romantischen Geschichten, die wir dort bestimmt erleben werden. Wie oft warst du seitdem nochmal da? Also so... In Paris? Warst du so rein privat nochmal da im Erwachsenenalter? Ich war... Weil ich war noch zweimal im Disneyland, aber so in Paris, so im Zentrum in der Stadt selbst. Ich war auf jeden Fall auch nochmal im Disneyland. War ich kein Mal mehr. Ich war einmal eingeladen in Paris für so ein... Daran erinnere ich mich jetzt wieder. Ich war mal eingeladen in Paris von Nike, darf man ja sagen. Ja. Wir haben ja eh schon hier... Namentlich hier gedroppt als Brand, dann können wir auch... Ach stimmt, das war doch, was nicht, vor ein oder zwei Jahren? Können wir auch Nike droppen. Nee, das war 2018. Okay. Und dann, genau, das war ganz interessant, weil dann, das war so wirklich ein relativ exklusives Event. Ich glaube, ich war der Einzige oder einer von zwei oder drei Deutschen da nur. Und da ging es um den Release irgendeines neuen Schuhs. Und haben wir da auch 3-4 Tage Programm gehabt. War echt cool. Ja. Also war echt ein cooler Trip. Und dann hatten wir dort so ein Meet and Greet mit einem Designer, mit einem bekannten Schuhdesigner von Nike. Okay. Und Billie Eilish war einfach noch da. Ah, echt? Und das war halt wirklich so, ich weiß nicht genau, wann ihr richtiger Durchbruch kam, aber der kam halt erst kurz danach. Also man kannte sie damals schon. Ja, ja. Aber sie war damals war noch nicht dieser Megastar. Geisteskranke Überhype. Nein, nein, und jetzt so rückblickend ist das total weird, wenn ich an diese Szene zurückdenke. Wir waren in so einer ziemlich coolen Location, aber auch kein riesengroßer Raum. 20, 30 Leute, also unsere Gruppe war 20, 30 Leute groß. Ja. Vorne saß dann eben ein Moderator, ein Host mit dem Schuhdesigner und dann später auch mit Billie Eilish. Und nach dieser Präsentation sind die auch da einfach ganz entspannt rumgelaufen. Kanntest du sie da schon? Also ich kannte ihren Namen, aber ich war jetzt noch nicht so... Hatte ich nicht so... Nee, aber
es sind dann wirklich mehr Leute zu diesem Schuhdesigner hingegangen und haben nach Fotos und Autogrammen gefragt. Und du konntest danach wirklich da rumlaufen, die ansprechen. Ja, ja. Und gefühlt hat sich da noch niemand für sie interessiert. Wie krass. Und dann, ich weiß nicht, ich habe die Timeline jetzt nicht im Kopf, aber ein Jahr später war sie absoluter Weltstar. Ach, krass. Und das ist rückblickend ganz witzig gewesen. Ich glaube, das war mein letzter Paris... Nee, klar, letztes Jahr. Letztes Jahr war ich auch beim NBA-Spiel dann. Krass. War mein letzter Paris-Trip, aber da habe ich auch wenig von Paris gesehen, weil ich dann auch viel gedreht habe und in der Halle war. Wo du gerade erzählt hast, dass du da eingeladen wurdest, ist mir ein Trip von uns eingefallen, wo wir nach New York eingeladen wurden. Für 3 Tage. Das war, also wenn man so drüber nachdenkt. Oh mein Gott. Ich verstehe eigentlich bis heute nicht, warum wir da waren. Das war richtig random. Ja. Also das war voll cool. Also ich würde sagen, da wir den Trip jetzt vielleicht ein bisschen negativ rezensieren werden, würden wir jetzt in dem Fall die Marke mal nicht nennen. Ja, genau. Aber man kann ruhig erzählen, wir waren dort eingeladen von einer Firma, die, ich glaube, 35-jähriges Firmenjubiläum gefeiert hat. Ja, irgendwie so 30, 35 Jahre, irgendwie sowas. Und also man muss dazu sagen, wir haben gar keinen Bezug zu dieser Brand gehabt. Gar nicht. Und wir waren auch dort, glaube ich, die einzigen deutschen Creator. Ja. Und wir haben auch vor Ort nicht verstanden, warum man uns eingeladen hat. Wir mussten auch nichts machen. Nein, wir mussten nichts machen. Also die Frage war einfach, wollt ihr zu diesem 35-jährigen Jubiläum in New York? Ja. Die Reise wird bezahlt, ihr werdet eingeladen und ihr habt dann 3 coole Tage. Okay. Machen wir. Und dann waren wir einfach da und sind dann, das Event war auch im Madison Square Garden. Ja, ja. Aber das war wirklich auch so ein Riesen-Event. Also da kamen Leute aus aller Welt, da waren Tausende von Menschen. Ja. Es hat auch niemanden interessiert, ob wir da waren oder nicht. Wir waren aber da und sind dann wieder gegangen. Du hast ein kleines Geschenk bekommen. Und dann sind wir wieder nach Hause geflogen. Ja, das war so random. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht verstanden, was das sollte. Und sonst hatten wir einfach so 2 Tage Freizeit in New York. Ja, voll geil eigentlich. Aber auch anstrengend. Also für 3 Tage nach New York. Ja, gut. Ja, stimmt. 3 Tage lohnt sich das nicht. Das ist schon, weiß ich nicht. Anstrengend. Aber ey. An sich. So also Dinge? An alle Unternehmen da draußen, wenn ihr so Jubiläum feiern wollt. Wir kommen. Wir kommen gerne. Wir kommen. Also wir kommen und sind dann da und auch egal wo auf der Welt. Wir sind dann da und dann sind wir irgendwann halt auch wieder weg. Dann sind wir halt auch wieder weg, aber das können wir gerne machen. Ja. Boah, was mir jetzt noch, was mir jetzt wieder passiert ist, oder was heißt passiert, aber das ist so ein Ding, da mache ich mir immer, da denke ich immer drüber nach, wenn ich moderiere. Ja. Und ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, als wir damals unsere monatliche Show bei 1Live hatten. Wir hatten ja mal eine gemeinsame Radiosendung. Mhm. Und ich hatte das auch schon, als ich bei Sky war. Damals, 2016, 2017. Aber jetzt habe ich das auch manchmal wieder. Und zwar, wenn ich live moderiere. Ja. Und ich weiß, ich bin jetzt live im TV, auf irgendwelchen Streamingportalen oder wo auch immer. Ja. Manchmal zoome ich dann so zwischendurch raus. Mhm. Und werde mir so von außen so der Verantwortung bewusst, die ich jetzt gerade habe. Und stell mir so vor, wie da gerade die Leute im Übertragungswagen sitzen, wie der Produzent da sitzt, wie der Anbieter da sitzt, für den ich das mache, wie auch die Zuschauer zu Hause sitzen. Mhm. Und alle verlassen sich ja darauf, dass ich jetzt hier vernünftig meinen Job mache. Dass du nicht durchdrehst. Und dann erwische ich mich manchmal so dabei, keine Sorge, falls jetzt jemand von den lieben Kollegen zuhört, das wird mir natürlich nicht passieren, das sind nur Gedankenspiele. Ja. Dann erwische ich mich manchmal so dabei und denke so, ey, du könntest jetzt komplett ausklinken, komplett durchdrehen. Ja. Und das würden erstmal alle Menschen zu Hause an den Bildschirmen live sehen. Ja. Und du würdest für so viel Chaos sorgen, du könntest für so viel Schlagzeilen sorgen, wenn du jetzt einfach durchdrehst. Ja, voll. Und du hast gerade so viel Verantwortung, einfach hier seriös zu bleiben und deinen Job zu machen. Ja. Und dann stelle ich mir manchmal so vor, und dann kriege ich teilweise richtig Gänsehaut, stelle ich mir mal so Dinge vor, die ich jetzt sagen könnte. Ja. Und mache mir dann so Gedanken über die Konsequenzen. Und dann irgendwann erwische ich mich dann dabei, wie ich mir denke, okay, jetzt hör auf, drüber nachzudenken. Ja, ja. Jetzt konzentrier dich wieder. Ja. Dann kriege ich so kurz Panik, dass ich es dann wirklich mache. Ey, ja. Auch wenn die Gefahr niemals bestehen würde. Ja, ja. Aber du verlierst dich dann so in diesem Gedankenexperiment. Ja, und irgendein Teil von deinem Gehirn sagt dir auch, mach das oder sag das jetzt. Also probier das mal aus. Irgendwie hat man dieses Verlangen ja, ne? Das ist voll interessant. Da gibt es auch wirklich irgendeinen Fachbegriff für, weil es auch so ein psychologisches Phänomen gibt. Das haben bestimmt viele schon mal erlebt. Da gibt es mehrere Beispiele für. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Aussichtsplattform bist oder so, ganz oben, weiß ich nicht, World Trade Center, wie auch immer, dass dein Gehirn für einen kurzen Moment dir sowas sagt wie spring. So, oder stimmt. Obwohl du es natürlich nicht vorhast, aber irgendwie so. Oder beim Autofahren, ich könnte jetzt rechts rüberziehen, einfach so auf der Autobahn. Dieser Gedanke, ich könnte. Dass man kurz sich darüber klar wird, was man gerade für eine Verantwortung hat oder dass man irgendwie
das einfach machen könnte. Ja, man könnte, ja, ich glaube, das ist das. Dass und man gerade so eine Macht hat. Ja, ja, genau. Du könntest dieses Auto jetzt einfach in den Gegenverkehr lenken, ja, genau, und für so einen riesen, für so einen furchtbaren Unfall sorgen. Ja, und dann erwischt man sich bei diesem Gedanken und denkt so, nein, stopp, raus aus meinem Kopf, ich will das ja überhaupt nicht. Ja, und dann hältst du das Lenkrad so richtig. Dann hält man das so richtig gerade, weil man so Angst hat, dass das Gehirn auf einmal irgendwie so aus Versehen diese Gedanken ernst nimmt. Ja. Da gibt es irgendeinen Fachbegriff für, aber das ist voll crazy irgendwie. Also ich wette, irgendein schlauer Mensch aus den Kommentaren, aus der Community, wird das in die Kommentare schreiben, weil da gibt es sicher einen Fachbegriff für. Boah, das ist richtig krank eigentlich. Das ist wirklich krank. Spring los. Ja, spring los. Nein, ich will nicht, sorry. hör auf, so zu denken. Das ist so unangenehm, wenn ich da stehe. Aber bisher habe ich es noch nicht gemacht und ich hab's auch nicht vor. Aber stimmt, bei 1 Live damals hatte ich das auch manchmal, dass man so denkt, so... Oh, ich könnte jetzt alles sagen. Ja, und wir hören und 1 Live hören echt viele Leute. Ja, ich glaube, also damals, ich glaube, Durchschnitt zu der Zeit, zu der wir die Show gemacht haben, das waren, glaube ich, immer so 17 Uhr ungefähr, ne? Mhm, ja. Hatten die, glaube ich, immer so zwischen 800.000 und 1 Million Hörer. Boah, überleg mal. Was für eine Macht. Ja. Aber auch da. Da haben wir es. Haben wir nicht gemacht. Auch da haben wir es einfach. Und du hast es auch nicht vor. Es wird nicht passieren. Nein. Nochmal ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Nochmal ganz klar für alle. Keiner muss Angst haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Nee. Du hast noch nie etwas Schlimmes gesagt und wirst es auch nie nein, tun. Nein. Sehr gut, da bin ich froh. Ja. Boah, eine Sache, da erinnere ich mich aber das war einfach, da konnte ich nicht zu. Das war aber einfach ganz schlechtes Timing. Ja. Das war mir trotzdem sehr unangenehm. Und zwar habe ich damals live bei Sky moderiert, also in Anführungszeichen moderiert. Ich hatte ja immer nur so einen kleinen Moderationspart. Ja. An dem Abend, an dem der Anschlag verübt wurde auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Oh ja, ich erinnere mich. Und es war ja immer so, es gab einen Moderator der Sendung, es gab ein paar Experten, die zu Gast waren. Und im Laufe der Sendung kam ich dann ins Studio und hab dann so für 4-5 Minuten meinen Part gemacht, hab da ein bisschen was moderiert. Meistens habe ich ein lustiges Video gezeigt, was ich gedreht hatte. Und zu dem Zeitpunkt, dass ich dann auf die Bühne gegangen bin oder ins Studio gegangen bin, war noch nicht klar, was passiert war. Okay. Und dann habe ich da mein Ding gemacht, habe meine Moderation gemacht, dann kam ein Einspieler, den ich gedreht hatte. Mhm. Und dann habe ich die Moderation so beendet, wie ich sie immer beendet habe. Und hat dann so gesagt, ja, und bla bla bla, ich schönes Video und so weiter, haha, haha. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei einem tollen Fußballabend. Ja. Und dann hat die Moderatorin das nur schon mit so einer richtig ernsten Miene abgenommen von mir und gesagt, ja, einen tollen Fußballabend, den werden wir heute wahrscheinlich nicht erleben. Oh nein. Denn wie wir jetzt gerade erfahren haben, gab es einen Anschlag auf den BVB-Bus. Und ich so, shit. Und damals... Also du wusstest ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was passiert war. Ne? Klar. Also es ist ja zum Glück vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Ja, ja. Aber in dem Moment stand ich erstmal so wie angewurzelt da und dachte so, scheiße. Ach, ich meine, ich konnte es nicht wissen. Ja, ja, klar. Aber das war schon irgendwie verrückt, in so einem Moment halt live im TV gerade zu sein. Ja, ja, voll. Das war ein ganz unangenehmer Moment. Aber wirklich total unbewusst. Ne? Boah, krass. Ja. Stimmt. Jo, krass. Sowas muss echt hart sein, wenn du da irgendwie Moderator bist und so live auf so unvorhersehbare Ereignisse reagieren musst. Das ist die große Kunst. Also das ist die große Kunst des Live-Moderierens. Ich könnte das auch niemals. Wenn sowas mal passiert. Da sind doch Günther Jauch und Marcel Reif mal, ich glaube, die haben sogar einen Fernsehpreis dafür bekommen. Ach, das war, glaube ich, Ende der 90er. Die mussten irgendwie 2-3 Stunden irgendwas überbrücken oder so. Da war beim Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund war damals ein Tor umgefallen. Ja. Und es hat... Man denkt sich einfach, gut, dann stellen die das wieder auf. Aber es hat aus irgendeinem Grund, hat es, glaube ich, über 2 Stunden gedauert. Ja. Stimmt. Bis dieses Tor wieder aufgestellt war. Und die haben das durchmoderiert einfach. Die haben das sowas von wegmoderiert. Also es war schon wirklich... Das ist krass. Das war im wahrsten Sinne des Wortes Champions League, was die damals gemacht haben. Ich meine sogar, wenn ich mich recht erinnere, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das Spiel wurde dann gespielt, aber wurde dann im Nachhinein nicht gewertet und musste nachgeholt werden. Boah, alles umsonst auch noch. Ja, ja, Wettbewerbsverzerrung wegen dieser langen Wartezeit. Krass. Aber da kannst du dann wirklich, ist dann so ein Meisterstück, ne? Wenn du das hinbekommst. Boah, ich hätte so gepanickt und wäre nach 5 Minuten rausgerannt. Ja, aber kannst du ja nicht machen. Ja doch, kündigt mich, ich kann das nicht. Kündigt mich. Wäre es abgehauen wie unser Bachelor-Kandidat, den wir suchen. Ja, ich. Der einfach abhaut. Ich könnte das wirklich nicht. Boah, keine Chance. Ja, aber ich glaube, es ist auch wirklich... Es ist Kopfsache. Es ist wie so mit so vielen Dingen im Leben so. Wenn du weißt, du hast keine andere Wahl, dann funktionierst du. Ja. Ich merke das nämlich auch immer. Ja. Wenn ich habe ja
bei deinen, wo ich auch moderiere jetzt für die Basketball-Bundesliga, ja. Da habe ich auch eine wöchentliche Show. Mhm. Und die ist nicht live, die wird aufgezeichnet. Okay. Und da haben wir es total häufig, dass ich Takes 2, 3, 4, 5 Mal mache, ja. Weil ich mich verspreche oder nochmal neu ansetzen muss. Mhm. Weil ich im Hinterkopf einfach weiß, ja gut, wir sind ja nicht live. Ist ja egal. So, wenn es nicht gut ist, mache ich es nochmal. Stimmt. Ja. Und das Wissen macht dich automatisch schlechter. Und natürlich hast du dich live auch schon mal versprochen, aber live machst du ja auch nicht einen 2., 3., 4., 5. Take, sondern ja, klar. Du biegst den Satz dann irgendwie gerade und machst weiter. Und das ist schon, glaube ich, so ein bisschen in dir drin, dass wenn du weißt, du hast jetzt keine andere Wahl, ja. Dann funktionierst du. Deswegen glaube ich nicht, dass du wegrennen würdest. Und du wirst schon einen Weg ja, finden, gut, glaube ich. Ja gut, auch wenn ich an eins live zurückdenke, richtig, also klar, kleine Versprecher gab es immer mal. Ja. Aber einen richtigen Aussetzer hatte, glaube ich, keiner von uns irgendwie. Ne? Das, nein, weil das du weißt, eigentlich. Es geht nicht. Dir schauen gerade 1 Million Menschen zu, es geht nicht. Ja, ja. Du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt hier keinen Boah, aber ich glaube, das wäre trotzdem haben. Ich glaube, also ich könnte trotzdem nicht kein Moderator werden, glaube ich. Weil dieser Druck, das wäre mir zu viel auf Dauer. Ich könnte da nicht gut mit umgehen. Ja. Ich fände das, glaube ich, anstrengend. Also da gehört schon viel zu, finde ich, dass das zu machen. Ja, ich glaube, mein Vorteil war wirklich damals, dass ich ja von Sky komplett ins kalte Wasser geworfen wurde. Ja, ich war ja, ich hatte ja gar keine Moderationserfahrung. Ja. Die Anfrage kam und ich glaube, 6 Wochen später stand ich live auf Sendung einfach. Das ist schon krass eigentlich. Und musste 3 oder 4 Minuten frei reden und dachte mir so, Hilfe. Ja, ja. Hilfe. Das Video gibt es übrigens auch noch. Vielleicht poste ich das mal in die Story. Mein erster Walk-in bei Sky. Ja. Da wurde ich mit so einem Auto vorgefahren und hatte dann auch, also ich wurde dann wirklich angekündigt. Das ist im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja. Da gab es so ein Intro-Video. Da wurde ich angekündigt von Sebastian Hellmann, ja auch Moderatoren-Legende. Der war schon früher bei Premiere damals. Und damals, das war ja so gerade die Phase, so 2015, 2016, ja. Wo es dann so anfing mit dem Crossover, so Social Media, Content Creator im Fernsehen. Stimmt, ja. Und dann, das war ja so eine neue Geschichte. Und dann hat man mir halt auch, wollte man einen Namen für mich haben. Also ja. Man wollte meine Rolle irgendwie beschreiben. Und wie nennt man einen YouTuber, der in der Champions League-Sendung unterwegs ist? Weiß ich. YouTube-Champion. Nein! Das war mein Titel. Nein! Und dann, das weiß ich nicht mehr. Ich war der YouTube-Champion. Und das klingt fast wie unser ChatGPT-Intro hier. Ja, der YouTube-Champion. Und dann wurde ich da so richtig groß angekündigt. Ja, hier kommt jetzt unser neuer Moderator oder wie auch immer. Unser YouTube-Champion Seabass. Und dann sieht man mich erstmal so richtig lange mit so, auch eigentlich voll unsympathisch. Mit so einem dicken Autovorfahren vor dem Studio. Ja. Und dann musste ich noch so einen richtig langen Weg entlang laufen. Der Kameramann ist mir die ganze Zeit gefolgt. Boah. Alles live. Oh, scheiße. Der YouTube-Champion kommt ins Studio. Boah, da schafft man so eine richtig krasse Fallhöhe. Riesenfallhöhe. Ne? Also jemand, der es zum ersten Mal gerade macht, direkt Champions League, auch so volles prestigeträchtige ja. Setting. Oh. So Fußball-Community auch wahrscheinlich sehr hart überhaupt. Hart, so, ne? Brutal. Also brutal. Sehr brutal. Also ich wurde viel beleidigt. Ja, ja. Ich wurde bei Twitter und auch bei Facebook viel beleidigt. Und dann so einen Auftritt hinzulegen, boah. Zumal die damalige Sky-Zielgruppe auch nochmal deutlich älter war. Dann ja, musst ja. du bedenken, das sind auch alles Leute, die haben, ich weiß nicht, wie teuer Sky damals war, aber Sky war ja nie sonderlich günstig. Ja, ja. Die zahlen dann 30, 40 Euro dafür. Dafür zahle ich. Ich zahle doch nicht dafür, damit so ein YouTube-Kasper mir ja. jetzt hier erzählt, ja. was er zum Frühstück gegessen hat. So, ich ja. zahle hier für Analysen und so, ey, komm, die Vorberichte dauern 90 Minuten, was sollen die dir denn alles erzählen? Also, ja, wirklich. Und dann so ein kleiner, 3-minütiger Part. Ja, so, aber das war schon teilweise, ich habe mir da einen relativ schnellen Spaß draus gemacht. Ja. Aber es war schon krass. Ich wusste, dass es kritische Stimmen geben würde, aber damals ja, Fußball ist hart, ne? gab's schon ordentlich Gegenwind. Ja. Aber wir haben das zwei Jahre durchgezogen. Der YouTube-Champion. Der YouTube-Champion. Ich habe noch, oder wolltest du was sagen? Ja, ja? Wegen YouTube. Ich habe eine Sache auf YouTube gesehen gestern. Da hatte ich den krassesten Flashback überhaupt. Also 2 Videos wurden mir angezeigt. Okay. Die beide ja, so 10, 11, 12 Jahre alt sind. Aha. Die damals ultra viral waren. Dann wollte ich mir so einen Nostalgie-Flash verpassen und dachte, ah ja, guck mal, die fandst du damals mega witzig. Ja. Und das erste, was mir angezeigt wurde, war, du wirst dich auch erinnern, How Animals Eat Their Food. Oh, krass. Das war 2000, also das ist 10 Jahre her. Ich glaube, das war 2013 absoluter oder 14. Banger. Ja. Der viralste Hit der Welt eigentlich. Ich glaube, 150 Millionen Views oh, oder ja. so. Und ich hatte das, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte das mega lustig in Erinnerung. Mhm. Oder? Also ja, ja, ich habe an das Video gedacht und dachte, boah, ey, das war ja der Banger damals. Ja, ja. Das war ja mega witzig, das ziehe ich mir jetzt nochmal rein. Ey, das war ein geiles Video. Ja.
Und dann gucke ich das. Und ich habe in meinem Leben noch nichts Unlustigeres gesehen als das. Ja. Das ist so krass, wie sehr sich Humor verändert. Ja, das ist krass. Ich schwöre euch, guckt euch das an, How Animals Eat Their Food, guckt du dir das gleich auch nochmal an. Ihr werdet nicht eine Miene verziehen. Mm. Ihr werdet nicht mal schmunzeln. Und damals war das schon Die Leute sind zusammengebrochen auf der Straße, weil das so lustig war. Und was war das andere Video? Das andere war, ähnlicher Effekt, dieser Song, What Does the Fox Say? Oh, krass. Auch ein viraler Mega-Giga-Banger, der YouTube komplett zerberstet hat damals. Stimmt. Du guckst dir das an und denkst so, ich will das gar nicht zu Ende gucken, wie unangenehm. Mhm. Das ist so krass irgendwie. So, Humor hat sich so heftig verändert. Ja, ich merke das immer. Ich weiß noch, als wir klein waren, dann haben wir häufig mit der Krette, haben wir doch abends die Wochenshow geguckt. Stimmt. Boah, wir haben es geliebt. Ich weiß noch, dass wir das so geliebt haben und uns tot gelacht haben. Ja, ja. Rickys Popsofa. Ja, ja. Brisco Schneider. Also Bastian Pastewka. 4 um 10 war für mich. Das war das Lustigste überhaupt. 4 um 10 war für mich das Allerlustigste überhaupt. Ja. Und ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen her, aber ich habe mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, bei YouTube oder in irgendeiner Mediathek, habe ich mir mal so eine alte Folge rausgesucht. Geht gar nicht. Also wie konnte ich da jemals auch nur eine Sekunde drüber lachen? Ja. Es verändert sich wirklich enorm. Aber ist das, also wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ne? Sein eigener Humor verändert sich ja natürlich, wenn man älter wird, das ja sowieso. Oder wird wahrscheinlich anspruchsvoller oder keine Ahnung, man findet andere Dinge lustig. Aber, also meinst du jetzt zum Beispiel dieses How Animals Eat Their Food. Mhm. Meinst du, so 10-Jährige oder 12-Jährige fänden das heute lustig? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schon allgemein... Der Humor verändert sich. Ist schon anders. Ja, ne? Nicht nur Fall. Der eigene, sondern allgemein der Humor. Ich glaube nicht, dass man da rauswächst, sondern... also, dass man... Beides so ein bisschen. Ja, ne? Genau. Aber ich glaube, dass es auch jüngere Generationen jetzt nicht lustig finden. So Gen Z-Leute, die jetzt auf TikTok sind, würden das nicht gucken und feiern. Nein. Auf gar keinen Fall. Wobei, ja, TikTok-Leute würden nach 10 Sekunden schon weiter swipen, ja, weil das Video viel zu lang ist. Stimmt. Ja? Ja, ja, aber stimmt. Aber nee, ich glaube, das verändert sich einfach wirklich gesamtgesellschaftlich. Ja, voll. Aber das fand ich crazy. So. Ich habe mir das angeguckt und dachte wirklich so, oh mein Gott. Ja, stimmt. Boah, an die Videos... Konnte ich mich, also jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, das war so alles eine Zeit. Das war so. Ich weiß ja noch, wie damals dann viele deutsche YouTuber versucht haben, auf diesen Zug aufzuspringen. Ja, alle, ja. Und dann so schlechte Parodien oder Spin-Offs gemacht haben. Ja. Das war auch eine sehr unangenehme Phase. Komplett, ja, ja. Aber also, das waren zwei so Videos, das war genau die Zeit. So, da waren wir ja auch bei Mediakraft irgendwie und dann im Büro und alle haben drüber gesprochen. Stimmt. Jeder hat gesagt, ey, wir müssen auch irgendwie sowas in die Richtung machen. In die Richtung, ja. Das ist immer das Geilste, wenn so ein viraler Welthit entsteht, dann zu sagen, ja, wir müssen auch sowas in die Richtung machen. Ja, was denn? Ja, okay, wir müssen auch ein virales Video machen. Ja. Danke für die Inspiration. Aber genau so war das immer. Oh. Ja, irgendwas, wir müssen was Ähnliches machen. Wir müssen machen. Das aufgreifen. Ja, wir ja. müssen irgendwas. Lass eine Parodie machen. Oh. Oh. Schnell, das muss heute noch kommen. Ja, das muss heute noch kommen. Ich habe noch zwei random Facts, die ich gerne noch droppen will. Ein bisschen was für die Allgemeinbildung hier tun. Unserem Bildungsauftrag hier auch gerecht werden. Okay. Und zwar, nochmal zurück zum Thema Neujahr. Ja. Man sagt, man spricht ja, wenn man die Tage, wenn man über die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr spricht, von den Tagen, von der Zeit zwischen den Jahren. Ja. Ja. Ja, wir können ja zwischen den Jahren nochmal sprechen. Ja, genau. Oder vielleicht können wir uns ja zwischen den Jahren mal sehen. Ja. Und das hat mich schon immer getriggert, weil es ja keinen Sinn ergibt. Ja. Zwischen welchen Jahren? Ich habe es auch einmal gehört. Also zwischen Weihnachten und Silvester ist immer noch 2023. Ihr seid nicht zwischen den Jahren. Stimmt. Es kann gar kein zwischen den Jahren geben. Nein, gibt es nicht. Also, wann ist zwischen den Jahren? 0 Uhr. Ja, nicht mal dann. Ist 2024. Aber da wäre man zwischen den Jahren noch am nächsten. Ja, so genau. Zwischen 23 und 59 am 31. und 0 Uhr am 1. Ja, irgendwo genau. Dazwischen. Wenn man dazwischen redet, dann redet man zwischen den Jahren. Ja. Nee, auch nicht wirklich, aber man kommt dem noch am nächsten. aber der 27., 28. Dezember ist ja nicht zwischen den Jahren. Nein. Und das hat mich getriggert. Ich saß lange im Zug, habe ich kurz nachgeschlagen. Ihr werdet es vielleicht wissen. Ja. Aber die es nicht wissen, werden es vielleicht freuen. Du weißt es? Was denn? Nee. Warum das so genannt wird? Nee, weiß ich nicht. Naja, genau, das habe ich herausgefunden. Oh. Das war ganz einfach. Früher, ja, bevor der Kalender so gestaltet war, wie er heute ist, ich glaube, er heißt der gregorianische Kalender, endete das Jahr tatsächlich mit dem 24. und begann auch offiziell erst mit dem 6. Januar wieder. Da begann das neue Kalenderjahr. Und dazwischen war einfach nichts? Ja, scheinbar war das dann wirklich die Zeit zwischen den Jahren. Ach krass. Ich glaube, den
aktuellen Kalender, den wir jetzt nutzen, gibt es schon seit 1500 irgendwas, also ist ja, lange her. Ja. Aber das ist die Begründung dafür, warum wir jetzt von der Zeit zwischen den Jahren sprechen. Ach, crazy. Ja. Boah, das ist eine, also fast die ähnliche Begründung, warum der Februar der kürzeste Monat ist. Weil in irgendeinem Kalender war der Februar der letzte Monat. Ah. Und dann waren am Ende einfach nicht mehr genug Tage übrig. Und okay, dann hatte der die wenigsten. Ja, ja, guck mal, richtiger Wissenspodcast hier. Wissenspodcast. Und wir haben ein Schaltjahr jetzt, ne? Ja. Oh, ja. Wow. Ab heute Kategorie Wissen, wer weiß. Ja. Und dann ich habe ein bisschen Rückenprobleme gerade. Ja. Ja. Weil ich, hab ich gesehen, du hast ja auch vor dem Podcast so ein Wärmepflaster habe ich mir aufgeklebt, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Bringt es was bis jetzt? Bisher nicht, aber ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich ja die ganze Zeit sitze. Ich hoffe, ich kann auch aufstehen. Ja. Als ich in München war im Hotel, die hatten so einen kleinen Fitnessraum und da habe ich versucht, halt jeden Tag ein bisschen was zu machen. Und war meistens auf dem Laufband, weil ich mich einfach bewegen wollte. Ja. Aber am letzten Tag war das Laufband belegt. Mhm. Es gab nur ein Laufband. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht und dann bin ich so vollkommen übermotiviert, habe ich mich auf die Rudermaschine gesetzt. Okay. Hatte so vollkommen übermotiviert, auch viel zu lange, mit viel zu hoher Schwierigkeit gerudert. Oh, okay. Und ich glaube, dass ich da haltungstechnisch einen kleinen Fehler gemacht habe. Oh, und jetzt, shit. Habe ich ein bisschen Rückenprobleme. Ja. Und wie das dann so ist, man malt ja dann immer den Teufel an die Wand, denke ich, oh, bitte kein Bandscheibenvorfall und so. Ne? Ah, ja, ja, klar. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen, habe einfach ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ich dachte viel zu lange in meinem Leben, dass das Vorfall in Bandscheibenvorfall. Ja, ich weiß genau, für was du meinst. Den ja. Vorfall im Sinne von das Ereignis steht. Ja, ja, das dachte ich. Aber es ist ja gar nicht so. Sondern Vorfallen steht wirklich dann wortwörtlich fürs. Dass das nach vorne fällt. Ja, fürs oder Vorfallen. So, ne? Und ich dachte, also wann immer ich gehört habe, hier, der Kollege hat einen Bandscheibenvorfall oder beim Basketball. Oh, das ist ein ärgerlicher Vorfall. Ja. Ich dachte immer, es wäre so ein Ereignis. Ey, das habe ich bis vor einem Jahr oder so gedacht, wo ich das auch irgendwo faktastisch oder sowas gesehen habe. Ja, der Bandscheibenvorfall. Stimmt. Da musste ich jetzt wieder drüber nachdenken. Weil ja, ich das wirklich die meiste Zeit meines Lebens nicht wusste. Boah, stimmt. Ja. Der Vorfall. Der Bandscheibenvorfall. Oh mein Gott, ja, das habe ich sehr lange geglaubt. Ja, und ich schaue gerade auf die Uhr, weil wir schon ziemlich lange dabei sind. Oh, was? Denn eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, ja, dass wir vielleicht uns immer auch so ein bisschen so Fragen mitbringen. Ja. Jetzt, ab heute. Schon zu spät. Um uns so ein bisschen gegenseitig auch mal zu interviewen. Ja. Ist, oh mein Gott, ich gucke ja, es ist richtig spät geworden. Ja, was ist denn los? Oh. Wir haben uns ordentlich verquatscht. Dann aber, nehmen wir sie auf. Ja, ich würde sagen, eine können wir machen oder so. Okay. Eine oder zwei. Eine also, oder zwei. Das haben wir jetzt angekündigt und ja, okay. Hast du dann nicht gemacht. Hast du eine ich habe eine Frage, ja. Ja, die so ein bisschen anknüpft an unsere Weltspitzentheorie. Ah, sehr gut. Aus einer der letzten Folgen. Übrigens, Leute, ich habe mehrere Nachrichten bekommen von wegen, ihr Lügner, ihr habt gar keine TikToks gepostet. Doch haben wir. Auf deinem Account. Auf meinem Account, @c-bus, also C-M-I-N-U-S-B-A-S. Genau. Wie heißt du bei TikTok? @phil? Oh, @phil, aber mit F. Ja, und ich glaube noch M-E-I am Ende. Phil May. Weil mein anderer Account mit PhilBSTV. Ach, der wurde gesperrt, ne? Da kam ich irgendwie nicht mehr rein. Stimmt. Ich weiß auch nicht warum. Also Phil hat einen neuen Account und wann immer wir hier ankündigen, dass irgendwas auf TikTok läuft, werdet ihr das auf einem der beiden Accounts finden. So, ja. Also folgende Frage. Und gut drüber nachdenken, nicht zu voreilig antworten. Okay. Wenn du jetzt heute, ja, in jeder beliebigen Sportart oder in einer beliebigen Sportart, ja, das unmenschlichste Talent erhalten könntest, okay, was der Planet jemals gesehen hat. Also wirklich so, dass du in dieser Sportart auch wirklich unmenschlich gut wärst. Also wirklich um Welten besser als der aktuell Beste in dieser Sportart. Okay. Also wirklich ungeahnte Fähigkeiten, ja, mit der du alles dominieren könntest. Ja. Ja, auf beliebige Art und Weise. Boah, das ist krass. Für welche Sportart würdest du dich entscheiden? Müsste ich dann trotzdem, also wie es ja bei Talent so ist, müsste ich trotzdem erst noch jahrelang trainieren dafür? Oder nein, ich wäre jetzt morgen der Beste? Nein, du musst es realistisch durchspielen. Du bist jetzt morgen der Beste. Ja. Da müsstest du auch wirklich erstmal dafür sorgen, also du bist dann noch nicht. Erstmal Aufsehen erregen, erstmal genau, auf aufmerksam Aufsehen machen. Also wenn so du jetzt zum Beispiel Fußball sagst, dann müsstest du erstmal zu einem Probetraining gehen, wahrscheinlich irgendwo in einer Landesliga oder so. Ja. Und würdest dann natürlich dann direkt alles dominieren, dass du sofort aufsteigen würdest. Boah, aber du glaub, musst dich schon erstmal hocharbeiten. Ja. Und du bist auch, du wirst dadurch nicht jünger. Also du wärst weiterhin ja, ja, 33. Dann habe ich die perfekte Antwort.
Okay, sag. Golf. Golf? Ja. Oh, gut. Golf, oder? Gut. Weil Golf, erstens, kannst du bis ins hohe Alter spielen. So. Stark. Also da wäre ich jetzt, wäre ich in einem guten Alter eigentlich, um Golf zu spielen, ja, oder anzufangen. Dann, ja, also wenn du deutlich besser bist als der aktuell Beste aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wer ist es aktuell? Gilt immer noch Tiger Woods als der Beste aller Zeiten. Gehört so auf jeden Fall dazu. Das heißt, ich wäre ja deutlich besser als der. Was, zu seiner Prime. Was ja geisteskrank wäre. Und dann würde ich auch sehr schnell aufsehen damit der Regen, ja, glaube ich. Und dann würde ich erstmal meine Platzreife irgendwo machen und dann wären ja schon hier lokal alle mega beeindruckt, dass ich als Anfänger da hinkomme. Und ich kenne mich mit dem Handicap-System jetzt nicht so aus, aber ich wäre ja sofort krass. Das würde sich so heftig rumsprechen. Ja, stimmt. Das heißt, ich glaube, das würde schnell gehen, dass ich dann wirklich vom lokalen Golfstar auch zu einer weltweiten Größe werde. Ja, und du hast den Vorteil im Vergleich zu meiner Antwort, die gleich kommt. Ja. Das ist, glaube ich, die Top-Antwort, die du jetzt gegeben hast. Ja. Oder? Weil im Golf verdienst du halt auch sehr, sehr, genau, viel Geld. Genau, das kommt nämlich auch noch dazu. Du wirst unfassbar reich damit. Aber ich denke mir wiederum, meine Antwort wird mich trotzdem auch reich machen. Ja. Und ich hab da noch so ein bisschen auch, also ich habe auch erstmal überlegt, okay, ich brauche eine Sportart, die ich sehr lange ausüben kann. Ja, ja. Ja? Genau. Wo du jetzt nicht, weil, klar, logisch wäre natürlich bei mir Basketball gewesen. Ja. Aber macht in meinem Alter jetzt keinen, ja, großen Sinn mehr. Und vor allem, stimmt, du hast natürlich dann auch den Stress an der Backe. Ne? Du musst ja dann, voll, angenommen, ich bin jetzt wirklich der beste Basketballspieler aller Zeiten, ja dann schaffe ich es wahrscheinlich relativ schnell in die NBA. Klar. Aber dann bin ich auch 10 Monate im Jahr unterwegs. Stimmt. Ja, flieg durch die Gegend, habe kaum Zeit, muss natürlich auch zum Training, weil ich kann ja dann nicht sagen, ey, ich bin der Beste, ich komme zum Training. Stimmt. Das heißt, ich habe einen richtig intensiven Schedule. Ey, das ist bei Golf alles echt top eigentlich, ne? Ja, genau. Weil Verletzungsgefahr ist auch voll gering. Genau. Du verletzt dich beim Golf nicht. Richtig. So nicht. Und wirklich. Du bist dein eigener Chef. Das heißt, du kannst nicht sagen, so Turnieren hin. Komm oder zum so. Training. Du sagst ja, genau, einfach, ich muss nicht trainieren, ich bin ja schon der Beste. Ja. Weil vor allem Training wird auch keinen Spaß machen, wenn du eh weißt, dass du jeden Wurf triffst. So, pass auf. Okay, jetzt bin ich gespannt, was deine Antwort auf ist. Du wirst gleich sagen, ja klar, logisch. Ja. Also es muss lange ausübbar sein und, aha, es darf kein Teamsport sein, du musst dein eigener Chef sein, ja, weil ich könnte dann alles andere, was mir Spaß macht, immer noch weitermachen. So, und ich könnte mir vorstellen, es geht in die gleiche Richtung wie Golf. Dart? Es ist Dart. Dart, ja, okay, es ist okay, Dart, okay. Auch es ist Dart, gut. Weil ich mir auch, ich habe, also diese Fantasie macht einfach so Spaß, weil ich mir so vorstelle, wenn du wirklich so gut bist, dass du halt auch wirklich einfach so richtig die Leute einfach so richtig verblüffen, vielleicht auch verärgern könntest mit der Arroganz, mit der du dann Dart spielen könntest. Ja, ja, klar. Also ich stelle mir dann auch vor, dass ich so gut wäre, dass ich so mit verschiedenen Techniken werfe. Oh, einfach so random, oder als Rechtshänder mit links. Einfach mal so mit links und dann beim nächsten Wurf aber mit der anderen Hand oder auch mal so von unten. Mit so einer Drehung mit oder so. Drehung. 360. Und einfach immer. Also ich stelle mir vor, dass ich so gut bin, dass ich wirklich immer entscheiden kann, wohin ich treffe. Ja, ja, klar. Dann würde ich ja manchmal einfach, damit es ein bisschen glaubwürdig bleibt, auch mal so daneben werfen. Ne? Ah, okay. Boah, ist das arrogant. Einfach so jetzt dahin kommen und alles wegrasieren, das muss doch so Spaß machen. Jetzt so wirklich in so eine, erstmal würde ich in irgendeine Kneipe gehen. Ja, ja. Zu so einer Thekenmannschaft. Ja, ja. Und sagen, die ja, erstmal komplett auseinandernehmen. So, dann würde ich relativ schnell Deutschland, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich eine Bundesliga. Ja, ja, das geht schnell, glaube ich. Wäre ich wahrscheinlich relativ schnell. Ja. Kurz Marcel Scorpion auch mal hier kurz zurechtweisen und dem mal zeigen, was Sache ist. Ne? Ja, ja. Ah, schlau, dann hast du auch direkt ein bisschen Reichweite aus, ja, der Dart-Community. Genau. Ja, pass auf, darauf wollte ich hinaus, Thema Geld. Ja. Erstens kannst du, glaube ich, wenn du diese ganzen großen Turniere gewinnst, inzwischen auch gutes Geld safe, verdienen. Safe, glaube ich auch. Aber ja, ich wäre natürlich auch so ein Social-Media-Phänomen. Absolut. Also jeder auf Clip TikTok von mir, ja, ja, wo ich so einen arroganten Behind-the-Back-Wurf in die Triple 20 ja, werfe, würde ja viral gehen. Komplett. Ich hätte so viele Deals. Ja, ja, ich glaube, ich wäre der erste Dartspieler mit einem Nike-Deal oder ja, so. Ja, 100%. Oder mit einem Beats by Dre-Deal oder ja, so. Ja, ja, 100%. Wäre so ein richtig cooler Dartspieler, ja, der so alles in den Schatten stellt, was jemals da gewesen ist. Und es wird einfach Spaß machen. Ich bin mir auch sicher, dass, also finanziell hättest du gar keine Sorgen mit dem Talent, glaube nee, ich. Wenn du und so krass bist. Vor allem auch Vorteil nochmal gegenüber Golf. Ja. Diese Dartspiele gehen dann auch richtig schnell. Das stimmt. Du musst ja, ja dann trotzdem da 18 Loch spielen. Ja, da hast du. Diese Golfturniere dauern manchmal ja auch dann 5-6 Tage. Ja, das ist ein Nachteil, das stimmt. Und ich hau und du da gehst dahin. Ich mach da meine 5-9-Data eben. Bam, ja, bam, 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 in bam, 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 bam. So ein Maß Bier, haust ja, genau, dir noch irgendwie rein, ganz entspannt, ich so, so ein machst was, richtig Party. Ja, ich würde mir so ein bisschen was überlegen, um da richtig für virale Clips noch zu sorgen. Ja, das wäre, ja, stimmt. Du hättest auf jeden Fall den höheren Spaßfaktor. Ich ja, ein bisschen mehr Geld. Oder wahrscheinlich viel mehr Geld trotz allem, weil Golf ist, glaube ich, geisteskrank. Ja, ja. Aber du hättest viel mehr Spaß als ich. Ja, 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 doch. Krass. Ja, doch. Boah. Schreibt doch mal eure Sportart in die Kommentare, wenn ihr hier bei YouTube zuschaut. Ja.
für die ihr euch entscheiden würdet. Ja. Aber ich glaube, Golf und Dart sind schon starke Picks, oder? Ja, finde ich auch. Ja, sind schon, ja, doch. Sind schon, also Golf hast du mich jetzt echt mit überrascht. Den hatte ich nicht auf, hatte ich nicht auf dem Schirm. Weißt du, wieso ich Golf auch direkt im Kopf hatte? Weil ich eine ähnliche Frage im Kopf hatte, die ich jetzt gestellt hatte. Ich glaube aber, die erübrigt sich dadurch ein bisschen. Okay. Weil meine Frage gewesen wäre, was für ein neues Hobby du dir in einer Midlife-Crisis suchen würdest. Oh, in einer Midlife-Crisis. Weil ich habe irgendwo letztens als Funfact gelesen, da stand irgendwo, dass Männer ab 30 bis 50, das ist so die Phase, wo viele so eine Midlife-Crisis ja. bekommen. Und da habe ich mir so gedacht, so boah, dann ist es ja bald soweit. Ey, was könnten wir uns für kranke Hobbys ausdenken, ja. die wir in einer Midlife-Crisis machen? Also dazu muss ich erstmal sagen, Midlife-Crisis wird häufig auch, also der Begriff wird mir auch ein bisschen zu häufig von Leuten, habe ich das Gefühl, von Leuten verwendet, ja. die einfach selber unzufrieden mit sich sind. Safe, und die, ja, einfach, ja, safe. Die ist einfach triggert, wenn Menschen ab 30 noch Spaß haben. Ja, ist auch 100%ig so. Weil, also häufig, ich sehe das so oft, Leute haben einfach so mit 30 noch ein Hobby und ja. dann sagt so jemand Midlife-Crisis. Ja, ja, also, safe. Wie hat man denn keine Midlife-Crisis, wenn man ab 30 das Haus nicht mehr verlässt und ja. keinen Spaß mehr hat? Das klingt viel mehr nach Midlife-Crisis. Ja, ja, deswegen. Ne? Eigentlich genau also, umgekehrt. Die Leute, die immer rausfallen. Aber genau das meine ich, innerhalb dieses Klischees. Also natürlich ist es okay. nicht wirklich eine Midlife-Crisis, wenn man jetzt sagt, ich will mit... Ich spiele noch Basketball mit 30. Mit 40 mache ich einen Motorradführerschein. Okay. So, ja, wenn du Bock drauf hast, mach. So. Ja, okay, boah. Hast du irgendein... Also es muss irgendwas sein, womit ich dann erst anfange. Genau. Irgendwas ganz Neues. Ich glaube, das wäre bei mir sogar wirklich Golf gewesen. Weil ich habe mich so ein paar Mal in den letzten Monaten bei dem Gedanken erwischt, wo ich so denke, also wo ich so dachte, ich kann schon verstehen, dass das cool ist, wenn du so mit 3, 4 Freunden bei geilem Wetter da chillst. Ja. Du ballerst einfach so ein paar Bälle durch die Gegend. Ja. Danach ja, trinkst du dir irgendwie noch geil was oder ja, so. Ja, klar, du natürlich. Du kannst nach, weiß nicht, quer durch die Welt reisen. Überall gibt es schöne ja. Golfplätze. So, ich kann schon ein bisschen nachempfinden, warum man das ja. feiert. Also, ja, ein Hobby fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich hatte immer so ein überambitionierten Gedanken, wo ich aber jetzt weiß, das werde ich eh nie in die Tat umsetzen. Ja. Aber wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, dann hätte mir mal auf jeden Fall nachgesagt, dass ich eine Midlife-Crisis habe, vor allem an dem Ort, wo ich das ausübe. Und so habe ich mir immer so gesagt, ey, irgendwann so, wenn du Zeit hast, du bist ja selbstständig, du kannst ja. die Zeit ein bisschen einteilen, ja. dann einfach nochmal so aus Spaß, so um dich so weiterzubilden, so was studieren. So Geschichte. Ah. Oder ich hatte immer Bock, so Geschichte oder Erdkunde zu studieren. Boah, aber ja. Aber dann dachte ich mir so, nee, Digga, dann rennst du da so mit, weiß ich nicht, wann ich das vorhatte. Stell dir vor, du rennst da so mit 50 über den Campus ja, und ja. musst noch so eine Hausarbeit abgeben. Also da würde ich mich dann schon so ein bisschen, obwohl es ja auch da gar nicht wirklich die Midlife-Crisis der Ursprung ist, ja. aber da würde ich mich, glaube ich, trotzdem so ein bisschen so fühlen, weil du ja auch dann umgeben bist von 20-Jährigen. Ja. Ne? Aber ich glaube, es gibt Leute, die das so, also ich habe das zumindest schon mal gehört, dass das Menschen machen, wenn die in Rente sind. Einfach, ja. dass sie sich in so Vorlesungen setzen, um weil sie sagen, zu fordern, das interessiert mich einfach ja, so. Ja, genau, das ist und auch ich will meinen Kopf irgendwie noch ein bisschen fordern und ich will jetzt nicht einfach den Rest meines Lebens abschalten und vor mich hin vegetieren oder ja, so. Ja, deswegen, ich hatte, Geschichte und Erdkunde habe ich immer überlegt, nochmal zu studieren. Ja. Ja, mal schauen, ob ich das dann irgendwann in die Tat umsetze. Vielleicht dann doch lieber die Dart-Karriere. Ja, ja, meinst stimmt. du, jetzt bei der, ich bin jetzt gerade nicht auf dem neuesten Stand, aber bei der Dart-WM jetzt ist so ein 16. Läuft die nicht gerade sogar? Ja, die läuft gerade. Da ist so ein 16-Jähriger, der alles rasiert. Wirklich? Ja, der sieht aber aus, als wäre er, also nicht böse gemeint, aber der sieht aus wie 35. Und der ist einfach 16 Boah. Und rasiert. Also ich habe nur gesehen, wie er jetzt im Achtelfinale, glaube ich, einen mehrmaligen Weltmeister rasiert hat. Boah, vielleicht geprägt davon, dass er schon seit er 4 ist in so Kneipen rumhing, immer in so verrauchten Kneipen ja. und da schon Dart gespielt hat. Und vielleicht ja, dann der ganze Qualm und Rauch und der Kneipen-Lifestyle hat das ihn halt ja, das ist halt das Ding, weil Dart ist ja nun mal eigentlich so ein Kneipensport, der immer größer und größer wurde. Ja. Natürlich waren die Besten der Besten dann erstmal älter. Aber jetzt, seitdem er so populär ist, fangen ja auch die Leute viel früher an. Voll, ja. Und ja, jeder klar. weiß ja, je früher du mit was anfängst, ja, umso natürlich. Schneller machst du Fortschritt. Und deswegen ist das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Also ich glaube, wenn wir in 10, 15 Jahren Dart schauen, hast du nur noch so Youngster nur noch. Ja, das also kann ich mir auch vorstellen. Dieses, jetzt, wenn du an Dartspieler denkst, denkst du ja an so einen dicken 50-Jährigen ja, ja, mit so gefärbten so Haaren mit, ja, und ja, Tattoos. Genau. Ja, safe. Und ich glaube, das wird sich krass ändern. Irgendwann hast du auch so Modellathleten da stehen, die alle so 20 sind ja, ja. und seit die 3 sind, in so einer Dart-Akademie sind. Ja, safe. Ja. 16 ist der? Bei der WM jetzt? Ja, ja.
Der 16 und rasiert da einfach alles. Boah, ich habe das eigentlich auch immer gerne geguckt. Ich auch. Vielleicht ist er inzwischen draußen, ich weiß es nicht, aber das hat mich echt beeindruckt. Geil. So, jetzt alle anderen Fragen nehmen wir mit in die nächste Woche, weil jetzt haben wir echt ein bisschen übertrieben. Wirklich Überlänge, hat sich gar nicht so angefühlt diesmal. Sorry, und wir haben ja damals gesagt, über 1,20 ist arrogant. Heute war arrogant, ja. Heute sind wir über 1,20. Ja. Das ist sehr arrogant, Leute. Es tut uns auch leid, aber. Wir haben natürlich, mussten euch auch ein bisschen entschädigen, weil wir haben ja seit letztem Jahr nicht mehr aufgenommen. Eben, richtig. Ne? Ihr wisst genau, Bescheid, wenn man so eine lange Pause gemacht hat, dann kann man auch ruhig mal eine längere Folge machen. Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne bei Instagram rüber oder bei YouTube in den Kommentaren. Bei Spotify stellen wir die Frage, bis wann man frohes Neues wünschen darf. Stimmt. Da ist euer Feedback auch sehr gewünscht. Und ich glaube, da haben wir noch nie nach gefragt, gerne mal auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne dalassen. Oh ja, das haben sehr viele schon gemacht. Also vielen Dank schon mal dafür. Obwohl wir nicht gefragt haben. Obwohl wir nicht danach gefragt haben, hat uns mega gefreut. Auch nach wie vor kann man ja sagen, wir halten uns immer noch ganz gut in den Charts. Ja. Comedy irgendwo immer Platz 30. Super stark. Ich glaube, genreübergreifend immer so, gerade so 80 oder so. Stark. Also generell Top 100. Richtig crazy. Wir sind ja immer noch erst bei der 6. Folge. Also wirklich wundervoll. Vielen Dank weiterhin für den Support. Das freut uns sehr. Das freut uns sehr, Leute. Ja. Danke, dass ihr heute dabei wart bei dieser langen Laberstunde. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, worüber wir alles gesprochen haben. Ich auch nicht. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback, auf eure Fragen. Richtig. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur 7. Folge Eistee Pistazie. So machen wir's. Macht's gut. Ciao.